Zeuge Otto Dov Kulka, Israel, Historiker, 31 Jahre alt, 71. Verhandlungstag, 30.07.1964. Herr Kulka, sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja, ich bin damit einverstanden. Sie sind von Theresienstadt nach Auschwitz gekommen, nachdem Sie im Herbst 1942 mit Ihrer Mutter zusammen nach Theresienstadt gekommen sind. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja. Nun, als Sie nach Auschwitz kamen, die erste Frage, wurde dort auf der Rampe selektiert? Sie wissen, was wir darunter verstehen. Ja. Also wenn wir an die Rampe angekommen sind, und ich muss hier da sagen, dass es sind 5000 Deportierte in diesem Transport gewesen. Keiner von uns ist selektiert geworden in dieser Weise, die ich nachträglich dann im Birkenau oder Auschwitz II gekannt habe. Alle Personen sind in ein besonderes Lager, wo keine anderen Häftlinge außer einem, der als Lagerältester genannt war, waren. Ich kann dem Gericht eine Deportationsliste der 5000 Personen vorlegen, wo auch mein Name erscheint. Ich habe sie mitgebracht, in meinem Archiv gefunden, und dort von dieser Liste habe ich den ersten Blatt, dem letzten und dem Blatt, wo mein Name erscheint. Wenn Sie es wollen, vielleicht kann Nur ich Ihnen es mal vor, anbieten. Das ist der Blatt. Und wollen Sie auch die anderen Blätter? Ja, wenn Sie sie da haben, zeigen Sie uns gerne. Ja, also den ersten und noch einige. Und meinen Namen, nach hieß ich damals Deutelbaum. Ja. Mein Name Kulka wurde nach dem Krieg zum Gedächtnis meiner Mutter angenommen. Das war, und ich kann Ihnen meine Geburtsurkunde mit der Veränderung des Namens. Ja. Also hier sehe ich schön Elli, das war Ihre Mutter. Mutter, ja. Und, nicht? Ja, und die hatte die Nummer 4539 und da steht da hinten ein weiteres Datum. Das ist das Geburtsdatum, 1.6.04. Ja. Und dann steht eine weitere Zahl, 642 ja. BH. Das ist die Transportnummer nach Theresienstadt, weil die Liste aus Theresienstadt stammt. Ja. Und dann kommt Deutelbaum Otto. Das bin ich. Das sind Sie. Schüler, ja. 16.04.33. Ja. Und am 643 BH, das ist also die folgende Nummer nach Ihrer Mutter. Ja. Und diese anderen Blätter, die Sie mir gegeben haben? Der erste, das ist Nummer 1, der letzte mit dem Nummer 5000. Nummer 1, Kurt Frey, Chauffeur. Und der letzte 5000, Lichtenstern Ruth Dora. Ja. Am ersten Blatt ist auch einer, der in der Lagerleitung, der Häftlingsleitung und Leiter des Kinderblocks, an dem ich war, Alfred Hirsch. Hirsch. Hirsch Alfred, der dann danach einen Selbstmord bei der ersten Liquidation des Lagers
getan hat. Mhm. Das ist die Liste der sogenannten. Und wo haben Sie diese Originale her? Ja, es steht wieder, es ist dort bestätigt an der Rückseite, dass diese aus dem Archiv Yad Vashem in Jerusalem stammen, und zwar die Kopien, die sich dort befinden. Ja, aus einem Mikrofilm? Aus einem Mikrofilm, ja. Und Originale stammen aus Theresienstädtem Archiv, der nach dem Kriege gefunden ist und nachträglich nach Prag, im Zentralarchiv des Ministerium des Innerns ist. Was heißt Yad Vashem? Yad Vashem, das ist das Zentralinstitut für die Erforschung der Geschichte der Juden in der nationalsozialistischen Zeit. Ja, bitte. Ja. Sie sagen also, Sie sind mit 5000 Menschen dorthin gekommen, und zwar war das am 9. September 1943. Eine Selektion fand nicht statt, sondern Sie wurden, der gesamte Transport mit Frauen und Kindern wurde sofort in das sogenannte Familienlager nach Birkenau untergebracht. Das ist richtig. Und Sie sind dort bis wann geblieben? In dem Lager bis zu seiner Liquidation, das war im Juli 1944. Haben Sie nicht einmal gesagt, Sie seien bis zum 18. Januar 1945 ja, dort? Bis 18. Januar 1945 bin ich im sogenannten D-Lager oder ach Stammlager. So. Ja, ja, jetzt habe ich Sie verstanden. Also bis Juli 1944 waren Sie in dem Theresienstädter Lager, in dem sogenannten Familienlager, und kamen dann noch in das Lager D bis zur Evakuierung. Evakuierung am 18.01.1945. Ganz genau. So war es. Ja, Sie hatten gesagt, dass diese Verhältnisse, die in diesem sogenannten Familienlager waren, noch verhältnismäßig, also gerechnet an den übrigen Verhältnissen, noch verhältnismäßig erträglich gewesen seien. Auch die Verpflegung sei einigermaßen gewesen, und man habe sogar Kulturveranstaltungen für die Kinder des Familienlagers zugelassen. Ja, also dazu muss ich zugeben, dass zwar sind die Lebensbedingungen besser geworden, und aus einem Zweck, den wir niemand von uns damals verstehen konnte. Dagegen aber wurde auch die Vernichtung oder Liquidation der Zugehörigen dieses Transportes in viel grausamer Form. Das heißt, alle diese 5000 Leute, fast ohne Ausnahmen, so auch die Arbeitsfähigen, sind nach 6 Monaten in den Gaskammern vernichtet. Es ist auch etwas auch nicht ganz genau, da was hier gelesen ist, dass es wurde zugelassen, die kulturelle Tätigkeit. Sie wurde sogar gefördert, ja. Und, würden Sie ein bisschen mehr zum Mikrofon sprechen? Ja, bitte. Sie wurde sogar gefördert. Und zwar hauptsächlich von dem Lagerführer Schwarzhuber, dem Lagerarzt Mengele und noch einem Lagerarzt, der fast immer mit ihm in das Kinderblock gekommen ist. Und diese haben sich sehr interessiert für alles, was dort geschah. Es war auch ein Zentrum, ich kann ja sagen, dass das Besondere in diesem Lager, dass die Leute, die also in dieser Atmosphäre die menschliche Würde behalten haben, sich auswirkte auch an die SS-Leute, die an diesen Anstaltungen teilgenommen haben. Es wurde dort Kammermusik gepflegt. Es wurde sogar eine Kinderoper anstudiert, und
fast alle diese, sogar die primitivsten von diesen SS-Leute kamen dorthin. Sie wurden, ich möchte es sagen, wie fasziniert, fast zugezogen. Und nachdem, dass sie an diesen Anstaltungen teilgenommen haben, diese Opfer kaltblütig gemordet haben. Erlauben Sie mir bitte noch eine Bemerkung wegen diesem zweiten Lagerarzt, der mit dem Herrn, mit dem Schwarzhuber mit dem Dr. Mengele zusammengekommen ist. Sein Name ist mir im Moment, also nicht im Moment, aber ich kann mit Sicherheit nicht auf ihn, ihn sich erinnern. Seine Gestalt ist mir sehr gut in Erinnerung. War es Dr. Thilo? Nein, es war nicht Enters? Dr. Thilo. Er war ungefähr des Alters wie der Dr. Mengele selbst, etwas stärkeres Körperbau. Ich kann nicht mit Sicherheit das Name sagen. Ja. Jedoch den Zeitungen nach habe ich gelesen, und dass ich werde hier ganz, ich will hier ganz scharf zwischen trennen. Dem ja trennen, was ich sage und was meiner Erinnerung nach, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es der Angeklagte Lukács oder Lukas war. Dem Namen nach ist es möglich, dass es war. Ich glaube, wenn ich sein Bild aus dieser Zeit sehen kenne, oder wenn ich ihn sehen kenne und er hat sich nicht viel geändert, ich bin fast sicher, dass ich ihn erkenne. Wenn es für ihn, wenn es eher meiner Meinung nach eine Wichtigkeit für das Gericht hat, ich kann auch andere Details Sachen noch erzählen. Ja. Nun, wir werden nachher Ihnen einmal Gelegenheit geben, sich die Angeklagten anzusehen. Nun, wir wollen zunächst einmal in groben Zügen Ihre damalige Anwesenheit in Auschwitz erörtern. Sie waren also in dem sogenannten Theresienstädter Lager. Würden Sie uns auf dieser Karte einmal zeigen, wo das gewesen ist? Ja, bitte. Also das war der Abschnitt B1, wo die Frauenlager waren. Das war der Abschnitt B2, wo auch das Theresienstädter Lager. Und das war der unfertige dritte Abschnitt, den wir Mexiko genannt haben. Das Lager B2b, das sogenannte Theresienstädter Lager, war nach dem A-Lager, der sogenannten Quarantänlager, das war hier. Und hier diese zwei Reihen von Blocks waren Theresienstädter Lager. Und das Kinderblock und der Kinderblock war eine der letzten. Hier an dieser Fläche flecken wir spielen, wenn wir wir Kinder, wenn wir frei geworden sind, sogar bei der Zaun und beobachteten die Vorgänge an der Rampe. Dasselbe kann ich auch sagen, wenn ich schon hier stehe, dass ich nachher in das sogenannte D-Lager, Stammlager, übergewiesen geworden, wo ich erstens in den Strafkompanieblock, das war hier oder hier ungefähr, war, bei dem Block Älteste Bednarek, und dann als Schlosserlehrling in Werkstatt und bei einem Holzhof, die in diesem Ort war. Und auch von hier habe ich in freien Stunden sehr oft hier von diesem Ort die Vorgänge an der Rampe beobachtet. Das möchte ich in diesem Moment. Ja, dann bitte nehmen Sie wieder Platz. Nun, zunächst, als Sie kamen, wurden Sie vorübergehend in ein Quarantänelager versetzt?
Am Anfang ja. Glauben sie. Nein, wir sind gar gleich meinem Gedächtnis nach B2B, Theresienstädter Lager. Wir dürften sogar nicht außer dem Lager arbeiten und alle Arbeit war der Aufbau dieses Lagers, das noch nicht fertig gebaut war. Aber die Kinder, die sind an einem besonderen Block, wie ich schon gesagt, unter der Leitung des Erzieher Fredi Hirsch gewesen. Und dieser Block wurde auch das Zentrum des ganzen Lebens, also hauptsächlich geistigen Lebens. Und nachträglich auch das Zentrum der Beratungen der Blockältester, der jüdischen Blockältester und der jüdischen Leitung, wo auch die Widerstandsversuche oder Widerstandsvorbereitungen vor der Liquidation vorgenommen waren. Ich möchte vielleicht noch eine Sache hier bemerken, die vielleicht wichtig war, dass weil diese alle Funktionäre sind in diesem Lager, außer dem Lagerältester, der ein Berufsverbrecher seinem Winkel nach war. Wissen Sie noch, wie er hieß? Ja, das war der Arno Böhm, der einer der Ältesten, er war ein Deutscher, nicht Jude, und er trägt, ich glaube, die Nummer 8, also einer der Ältesten. Und seinem Ruf nach der Grausamsten, über seine Tätigkeit kann ich sprechen und wenn es nicht unwichtig, möchte ich nicht sprechen. Ich möchte nur sagen, dass im Gegenteil zum anderen Lager, das ich da nachträglich beobachten konnte, wo die Funktionäre immer als durch verschiedene Privilegien oder Terror zum einem Werkzeug der Nazi, der SS-Leitung gewesen sind, sind alle diese Funktionäre und die Lagerleitung in diesem Lager sie ermöglichte das verhältnismäßig erträgliche Leben und sogar, wie ich schon sage, den Widerstandsversuch organisierte und einige dabei auch getötet geworden sind. Dazu werde ich noch kommen, wenn ich glaube. Herr Zeuge, ist es nicht so gewesen, dass Sie zunächst von Ihrem Transport aus in das Lager B2A gekommen sind? In das Quarantänelager. Zuletzt oder zuerst? Ich kann mir an diesen Detail nicht erinnern. Sie haben einmal ausgesagt, ja? Am 6. oder 7. März 1944. Ja, ja, aber das war nicht am Anfang. Sondern das war später. Ja, ich bin angekommen am September. Jawohl, ganz recht, ja. Ja. Also Sie kamen sofort in das Theresienstädter Lager im September 1943 und sind dort geblieben bis zur Liquidierung des Lagers. Sagen Sie bitte, hatten Sie da vorher schon etwas davon gehört, dass da irgendwas im Gange war? Vorher, dass ich nach Auschwitz gekommen bin? Nein, wie Sie im Theresienstädter Lager waren, dass da die Leute eventuell vergast werden sollen. Also in den ersten Tagen, in denen wir in diesem besonderen Lager gelebt haben, sind einige von den Elternhäftlingen in das Lager gekommen, unter denen auch einer aus meiner Familie, also der mein Stiefvater war. Sie haben uns die ganze Wahrheit erzählt. Und ich muss hier, also, dass Sie es nicht verstehen, wieso wir nicht vergast geworden sind. Aber Sie hatten keine Zweifel dabei, dasselbe Schicksal bevorsteht wie anderen Häftlinge. Jedoch die Praxis von Auschwitz, der Selektion und Vergasungen, haben sie uns und besonders der Lagerleitung und dem Fredi Hirsch ganz klargestellt. Und ich muss hier sagen, dass wir und auch hauptsächlich die älteren Häftlinge oder die Transportierte wollten es nicht glauben, sogar den 4 Krematorien gegenüber, wenn sie in ersten Tagen in Auschwitz gelebt haben. Nachdem, da wir die Muslime an den Lastkraftwagen, hauptsächlich aus dem Frauenlager,
nackt und schreiend gesehen haben und auch die Vorgänge an der Rampe und den Rauch und das alles, was dazu gehört, ist gesehen haben. Und wir glaubten schon, dass von irgendeinem Grund, der uns ganz unverständlich war, sind wir privilegiert, an dieselbe Art und in dieselbe Art wie die Häftlinge im Ghetto Theresienstadt. Trotzdem, wie ich sage schon, das alles blieb uns ein Verheimnis, so wie die erste Vernichtung ein Verheimnis und ein Geheimnis geblieben ist. Und ich glaube, dass das ganze Kapitel dieses Lagers bis heute nicht geklärt aus den Dokumenten, jedenfalls die ich kenne oder die der Zeugenaussagen, die ich kenne, nicht geklärt werden können. Ja, Herr Zeuge, Sie hatten aber doch, oder ich will Sie so fragen, hatten Sie nicht ein oder zwei Tage vor dieser Vergasung davon Kenntnis bekommen, dass diese Vergasung bevorstand? Ja. Einige Tage vor Anfangs März 1944, wurde uns gesagt, also den allen Häftlingen von dem Lagerführer, glaube ich, der Schwarzhuber, dass die erste Deportierte nach einem neuen Arbeitslager, und zwar, ich glaube, Heidebreck sollte es heißen, deportiert werden soll. Dagegen aber hat uns die Untergrundorganisation der Häftlinge durch eine Häftlingsfrau, die ihr Name war Katharina Schlesinger, die in der Schreibstube des Lager, in der Kanzlei des Lagerältesten arbeitete, eine Warnung gegeben, dass der Transport heißt Sonderbehandlung. In der Lagersprache, das heißt restlose Vernichtung. Es wurden Beratungen unter den Häftlingen, die jeder dort damals wusste. Und es wurde sehr heftig diskutiert darüber, ob es wahr ist oder nicht. Und einige wollten es glauben und wollten Widerstand leisten. Dagegen hat aber der Lagerführer Schwarzhuber alle Häftlinge von diesem Transport als ein Beweis, dass sie an Transport gehen, in das sogenannte Quarantänlager nach der Desinfizierung übergeben. Und das war B2A. Ja. Ja, und dabei sind fast alle, die es bezweifelte, dass hier eine Vernichtung bevorsteht, sehr geschwächt und auch der Widerstandswille war geschwächt. Geschwächt, ja. Ja, da kamen Sie allesamt in dieses Quarantänelager oder Sie persönlich nicht? Also ich persönlich erkrankte einige Tage vor diesem Datum. Jedoch alles, was damals geschehen hat, konnte ich miterleben, ja? Ja, miterleben, weil es herumgesprochen war, sogar sehr heftig, auch am Krankenbau. Wo waren Sie denn im Krankenbau? Im Krankenbau, dem Block, ich glaube, es war 32 oder so ungefähr. Krankenblock. Im B-Lager. Und als ein Beweis, dass die Leute an einen Arbeitstransport gehen, wollte der Lagerarzt oder der Lagerärzte und der Lagerführer es bestärken und hat die Kranke zurückgelassen. So hat es versprochen. Ganz genau war es ja danach nicht. Denn ich komme danach trotzdem in das A-Lager, aber wurde dann noch einmal zurückgeschickt. Das kann ich dann ganz genau schildern, wenn Sie weil es gehört zu der Vernichtungsaktion, an der sich einige der SS und Kapo beteiligten. Ja,
Sie sind also etwa im März 1944, haben Sie durch Häftlinge davon Kenntnis bekommen, dass etwas derartiges bevorstand, und sind dann am 6. oder 7. März in das Quarantänelager verlegt worden. Das heißt, Sie persönlich nicht, aber wohl die anderen, die in dem Lager waren. Nicht alle, sondern nur die Zugehörige des ersten Transporters, weil dazwischen noch ein Transport gekommen ist und der ist geblieben. Ja. Und Sie waren im Krankenrevier und sind deshalb zunächst nicht ins Quarantänelager gekommen. Am Tage nicht, nein, an diesem Tage nicht. Aber einige Tage später. Nein, es war in dieser Nacht, wenn Sie wollen, ich kann diese Sache erörtern. Es war am Nachmittag dieses Tages, nachdem wir die Postkarten, also die zu den Postkarten komme ich, wenn Sie wollen, nach. Wir sind in diesem Quarantäne, in diesem Revier gelegen und wussten, dass die Zugehörige unseres Transports schon im A-Lager sind. Nachmittag, in später, so ungefähr um 5, 6, kamen einige Boten, der SS-Leute, die einige von unserem Kranke, die Zugehörige dieses Transportes waren, ausgerufen haben und sie in das A-Lager überführt. Trotzdem, dass sich die Häftlingsärzte geweigert haben und an das Wort des Lagerführers und Lagerärzte sich gestützt haben. Ungefähr in 8 Uhr Abend haben wir einen Alarm Lastkraftwagen gehört, die in das Quarantänelager fuhren. Es war eine sogenannte Lagersperre. Niemand konnte heraus. Trotzdem kletterten die Häftlinge und das Personal des Reviers zu dem Dach, wo kleine, schmale Luken waren. Ja, und wollten alles, was vorging, sehen. Ja. Ich ungefähr um 9 Uhr, ungefähr um 9 Uhr konnte es sein, wurde auch ich und noch 2 andere Häftlinge ausgerufen, trotzdem, dass wir krank geworden sind. Wir müssen sich anziehen und in das A-Lager geführt. Wir gingen heraus aus dem Tor, kehrten rechts und wieder rechts zurück in das Quarantänelager A. Und wir sind entlang der Lagerstraße geführt, bis wo das Kinderblock wieder am Ende gewesen ist. Ja, das war dann nach der Rampe zu. Das war ja in der Richtung der Rampe. Ja. Es war etwas sehr Sonderartiges an ganze diese Nachtszene. Es wurden Lastkraftwagen zu den Blocks, einige zu den Blocks zugeführt, und die Leute sollten auf diese Wagen aufsteigen. Wir haben gesehen, ich habe gesehen, dass in einigen Fällen die Leute sich geweigert haben. Und ein Fall blieb mir ganz scharf in der Erinnerung. Und zwar, es war der Fall des Blockältesten namens Bondi. Ein starker, großer, starker Mann, der in diesem Moment, in dem wir an dem Block rübergingen, die Leute angerufen hat, sie sollen nicht steigen. In der tschechischen Sprache hatte sie angerufen und es war ein großes Geschrei dort und eine Schlägerei, weil er durch die Kapo, die dort tätig waren, ja,
sehr geschlagen und ja, dabei standen auch SS-Leute mit den mit Stöcken? Nein, nicht nur mit Stöcken, sondern mit Revolvern. Und aber sie haben ja nicht geschossen, sondern der Häftling war, dieser Häftling, den ich gesehen habe, wurde von den zwei oder drei Kapo, unter denen ich nachträglich dem Blockältesten Bednarek erkannt habe. Damals habe ich ihm dem Namen nach nicht gekannt und nur seine Gestalt ist mir in Erinnerung geblieben. Der Bondi wurde heftig an Kopf geschlagen und dann an die wahrscheinlich an die Seite dieses Block gelegen, weil bei dem Weg zurück habe ich ihn dort liegen gesehen. Einer der SS-Leute, der beiwohnte, war der Blockführer Barecki, namens Barecki, dessen Name ich damals, ich bin fast sicher, schon damals ich ihm gekannt habe. Weil wir Kinder haben fast alle, die in unsere Lage gekommen sind, den Namen und sogar den Nicknamen gekannt. Es waren die SS-Leute Buntrock, der damals der Rapportführer war, der Blockführer Schenk und noch einige, die ich dem Namen nach hier nennen kann. Das war an diesem Block. Diese Szene blieb mir sehr scharf in der Erinnerung, weil ich muss sagen, dass es etwas Gespensterisches war, weil die Reflektoren von einem der Lastkraftwagen sind ganz an dem Block gerichtet geworden und der zweite Wagen ist mit der Rückseite bei dem Block gestanden. Das zweite ganz auffällige war dabei, dass von verschiedenen Blocks ein Gesang hören war. Ich weiß nicht, ob es aus der Erregung oder es war ein Widerstandswille, weil es war doch verboten und die Kapos schrien, sie sollen aufhören. Die Häftlinge haben fast alle gesungen. Es waren hebräische Lieder und verschiedene tschechische Lieder und sogar einige sangen damals die Hymne, die tschechische Hymne und die hebräische Hymne Hatikva in diesem Lager. Wir sind der Straße entlang bis zum Ende des Lagers gekommen und ähnliche Szenen konnten wir sehen bei einigen Blocks. Jedoch nicht vor allen sind schon die Lastkraftwagen gestanden. Namen kann ich nicht nennen, nicht von den Opfern und nicht von den Mördern. Ja, ja. Tätern, ich möchte sagen. Ja. Bis wir zum Kinderblock gekommen sind. Dort stand der Lagerführer, der Lagerarzt Mengele und der zweite Lagerarzt und eine Gruppe der Häftlinge, die aus dem Krankenbau schon vor uns gebracht geworden sind. Es war eine heftige Diskussion zwischen diesen SS und einige unserer Lehrer aus dem Block, die herausgelaufen sind und wieder zurückgegangen sind. Den Fredi Hirsch jedoch konnten wir nicht sehen, was mich sehr Das war der Lagerälteste. Das war der Jugenderzieher, aber er war der Haupt- oder der geistige Führer, ja, wenn ich das Name schon hier benutzen muss, die sich um die Kinder gekümmert haben, ja.
Ich kann nicht ganz genau sagen, was hier behandelt war, aber demnach, dass sie auf unsere Gruppe gezeigt haben und sehr erregt gesprochen haben, glaube ich, dass es sich um die um das Versprechen des Lagerarztes, die Kranken zurückzulassen. Ja, und tatsächlich nach ungefähr eine halbe Stunde, das kann ich ja nicht ganz genau sagen, weil ich sehr erregt war, machte der Lagerälteste oder der, es war der Lagerarzt, das kann ich schon nicht sagen, eine Bewegung der uns, unserer Gruppe gegenüber, und wir gingen zurück in, wir sind geführt zurück, ganze Gruppe, nicht nur wir drei, in das B-Lager zurück, in das Krankenbau. Dort, ja, noch eine wichtige Sache. Wir haben die Lastkraftwagen mit den Häftlingen aus dem Lager sehen, gesehen, die zwar nicht in der Richtung des, der Krematorien gefahren sind, sondern rechts und hinter dem A-Lager in der Richtung der Rampe gefahren sind. Und dadurch glaubten auch wir, die das beobachteten, dass sie nicht ins Tod gehen. Also würden Sie noch mal sagen, Sie sind gefahren worden von dem A-Lager, wohin? Von dem A-Lager zurück in das B-Lager. Wieder. Sie selbst? Ich selbst. Aber die anderen Häftlinge, die vergaßen? Von dem A-Lager heraus, ja. Dann kehrten sie rechts und hinter an der Straße in der Richtung der, der, kann ich das vielleicht? Ja, wenn Sie sagen wollen, ja. Das war das A-Lager war hier, ja? Ja, und ganz ich recht. Kam von diesem B-Lager hinein und entlang dem Lager bis ungefähr hierher. Nein, hier, hier war die Straße, entschuldigt, das war nur eine Reihe. Hierher ungefähr. Die, die Szene mit dem, der, der Ermordung war, ich glaube, hier ungefähr. Mit Genauheit kann ich es nicht jetzt sagen. Die Lastkraftwagen sind heraus aus dem Lager gefahren und nicht in der Richtung der Krematorien, sondern in dieser Richtung gefahren, und hier haben wir sie erfahren gesehen. Nur nachträglich sind wir informiert von alten Häftlingen und die von den Kapos, die dort teilgenommen haben, und von einem der Heizer des Krematoriums namens Philipp Müller, dass diese Leute tatsächlich vergast geworden sind und dass die, die Lastkraftwagen in dieser Richtung, in dieser Krematorien oder wahrscheinlich, das weiß ich nicht, hier war eine Landstraße, eine Straße, hier zurückkehrten und in diesen Krematorien. Das mit Sicherheit kann ich es nicht sagen, nur das weiß ich, dass er hat gesagt, dass aus der Rampe sind sie in die Krematorien gefahren. Ich persönlich hörte es von ihm nur vier später, aber er hat es dem anderen Häftling, dem Häftling Erich Kulka, meinem Stiefvater, erzählt. Und einen Tag nach hat er uns diese Sache ganz genau erzählt, weil unter den Ermordeten waren alle meine Kameraden aus dem Block und die Mutter meiner Mutter und ihre alle Familie. Und ja, dabei möchte ich. Und Sie kamen dann zunächst wieder in den Krankenbau auf Block B. Ich kam ins Krankenbau und dort sind wir mit Fragen überfallen von anderen Häftlingen. Und sie fragten uns, was dort geschehen war. Wir erzählten und sie sagen, wenn es Lastkraftwagen sind, dann ist es sicher, dass sie ins Tod gehen. Wir bestritten das, weil wir die Richtung, andere Richtung gesehen hatten. Ja. Jedoch haben wir auch die verzweifelte gestickte Leute gesehen. Gesehen. Und
Also das nachträglich lernten wir auch andere Sachen, dass zum Beispiel der Lager, der Jugendleiter, der Erzieher Fredi Hirsch, der auch die Widerstandsvorbereitungen organisierte, im letzten Moment sich einen Selbstmord getan hat, weil er wollte nicht einem Massaker der Kinder und der Frauen im Lager sehen. Ich glaube, das kann ich über diese Sache hier sagen. Ja, Sie kamen dann, nachdem Sie aus dem Krankenbau herauskamen, in welchen Block? Dann kam ich wieder zurück in das Kinderblock. Das Kinderblock ist, und das ist vielleicht erstaunlich, dass außerdem, dass einige hundert Kinder hier dort fehlten, blieb alles bei Alten. Das heißt, dass die Erzieher, teilweise sind sie geblieben, und auch Teil der Kinder sind dort geblieben, haben in derselbe Art weiter gelebt und gehandelt wie bisher. Sogar die Kinder haben sie erzogen, und nur mit einem Unterschied, dass von hier an wussten sie ganz genau, wie viele Tage ihnen und auch die Kinder, wir alle, ihnen noch geblieben sind. Weil wir gewusst haben, dass 6 Monate nach der Deportation des ersten Transportes, des zweiten Transportes, geht wieder der und da der dritten, weil es ist eine Art von periodischen Deportationen aus Theresienstadt, und nachdem, dass eine gewisse Zeit oder dass eine Aufgabe erfüllt ist und die wir nicht kannten, sind sie umgebracht. Trotzdem, und das kann ich nicht verstehen, wurden die Kinder erzogen. Ich weiß, dass in dieser Zeit lernte ich erstmal, das ist mir in der Erinnerung geblieben, die Geschichte von Thermopylae oder die Taten von Makkabäer. Ich nahm teil an einem Gesangchorus sogar, der mit uns einer der Häftlinge namens Imre, seinem Namen, anderen Namen kann ich schon nicht wissen, die Ode aus der 9. Symphonie von Beethoven an die Freude von Schiller. Ich wusste damals nicht, was es bedeutete und was es war. Und nur lange Zeit danach, wenn ich schon im anderen Lager war und alles dieses schon vorbei und alle diese vernichtet geworden sind, habe ich eine Mundharmonika gefunden und diese Arie gelernt. Melodien nachgespielt. Und einer der Häftlinge erzählte mir, was es bedeutet. Ich weiß nicht, ob es ein Heldentat des geistlichen Widerstandes seitens der Erzieher damals war, oder es war ein Akt ein absurder Akt, der vielleicht nur an dieser Ebene eine geistliche Heldentat sein kann, wenn die Leute das so viel Kraft hatten, dass sie in dieser Zeit noch das leisten konnten. Ja, das wollten Sie wohl sagen. Und vielleicht noch mehr, dass sie dem Ebenbilde des Gottes die Kinder und den Menschen also erziehen und im Geiste dieser Worte erziehen wollen. Das glaube ich. Ich war ja nicht Erzieher, ich war das Kind, und das alles konnte ich mitmachen, aber nicht immer ganz gut verstehen. Ja. Sind Sie dann in das Lager B2D gekommen? Nein, damals noch nicht. Das Familienlager bestand noch einige Monate weiter. Und zwar bis wir wussten ganz genau, dass der zweite Transport noch 3 Monate hat, bis die Zeit der 6 Monate vorbei ist. Wie ich schon gesagt habe, das Lagerleben ging weiter, und wir müssten sogar Postkarten
an unsere Bekannte in Theresienstadt und in Ausland schreiben. Und sogar vor der ersten Vernichtung müssten wir Postkarten mit einem, es war ungefähr um 6. oder 7. März, mit einem Datum von 25. März. Das heißt, falschem Datum, und nachdem, dass diese Karten oder dass die Nachrichten über die Vernichtung dieser Leute ins Ghetto Theresienstadt gekommen sind und diese Karten mit dem Datum der Verstorbenen vorgezeigt wurden. Ja. Ich habe einige Originale von diesen Karten, die angekommen sind und mit der Adresse Birkenau, Arbeitslage Birkenau bei Neuberun, nach dem Krieg gefunden und hier beglaubigte Fotokopien gebracht. Eine von diesen Karten ist aus diesem Datum 25.3. Und ich muss hier sagen, dass nachdem, dass ich es gelesen habe, ein Satz ganz deutlich an die bevorstehende Gefahr andeutet. Es ist hier geschrieben, wenn ich den Satz lesen kann, außerdem Standardinhalt, bin gesund, meine Schwester, Gott hat mich auch etwas oder Nachricht gegeben. Dann schreibt er, besucht öfters meinen Sohn Jirka in Straschnitz. Das ist im Jahre 44. Sein Sohn, wenn er ein Jude war, es ist schwer anzunehmen, dass er noch im Protektorat war. Aber Straschnitz, das ist der Ort, wo der jüdische Friedhof, wie jeder Besucher der Stadt Prag heute weiß, wo auch der Dichter Franz Kafka bestattet ist. Es ist ein klarer Hinweis an den Tod, wo wahrscheinlich sein Sohn bestattet ist. Also denkt an die Tote. Dann schreibt er, ich danke euch nochmals von Herzen und verbleibe der und der. Die Leute waren nicht sicher, aber die Angst war damals sehr groß. Und ich kann dieses Dokument, das aus Auschwitz stammt, und noch einige Karte aus Dezember vorher dem Gericht vorlegen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Zeuge, wie lange sind Sie dann noch in diesem B-Lager geblieben? In diesem B-Lager bin ich bis zu seiner endgültigen Liquidation im Juli, Anfangs Juli 1944 geblieben. Dazwischen kam immer der Lagerarzt Mengele ins Kinderblock und ins Krankenbau und auch der zweite Lagerarzt mit ihm. Und außer der besondere Pflege oder besondere Interesse um die Kinder, hat er sich auch sehr besonders interessiert um die Zwillinge, die er ausgewählt hat, und verschiedene ärztliche Versuche, der er im Krankenbau gemacht hat. Das konnte ich auch beobachten, wenn ich oder darüber hören von den Ärzten, wenn ich am Krankenbau gewesen bin. Und Einzelheiten kann ich zugeben, wenn Sie dann Interesse haben. Ja. Ich kann Ihnen jetzt sagen, dass bis Juli, Anfangs Juli, wurde wieder die Vernichtung, die uns erschien wie eine regelmäßige schon Vernichtung unternommen. Es wurden wieder Vorbereitungen mit Hilfe von der Häftlinge aus anderen Lager nicht ins Tod ohne Widerstand zu gehen. Jedoch, und es wurden primitive es wurde primitives Sprengstoff oder Brandstoff dort geliefert, und das Zentrum wurde wieder im Kinderblock, und darüber wussten wir ganz klar. Und was ich hier bezeichnen kann, es wurde keine Angst von jemandem, dass es aus diesem Lager verratet.
Es wurde ganz öffentlich über diese Sache verhandelt und gesprochen. Die Liquidation, ich werde es in Kürze sagen, wurde damals aber nicht in dieser Weise durchgeführt, dass alle vernichtet geworden sind, sondern es wurde nach dem Versprechen des Lagerführers, dem keiner schon glauben wollte, wurde die erste Gruppe der Männer, die ausselektiert waren, an die Waggone aufgeladen und vor Augen des ganzen Lagers, der sich darüber überzeugen konnte, aus Auschwitz wegtransportiert. Es wurden damals eine Reihe von Selektionen aller der Häftlinge durchgeführt und die Arbeitsfähigen sind in dieser Weise in andere Lager geschickt. Damals, wir wussten ja, was es bedeutet, und ich habe mich an den Lagerarzt Mengele damals gewendet und bat ihm, er soll mich in dem Transport der Arbeitsfähigen schicken. Damals bekam ich einige Fußtritte und wurde in dieser Weise abgewiesen. Trotzdem habe ich mich in die Reihe der Arbeitsfähigen mit einem meiner Bekannten hereingeschlichen und sogar aus dem Lager herausgekommen. Und dort wurde ich von dem SS-Rapportführer Buntrock beobachtet, aus der Reihe herausgezogen und ins Lager zurückgeschickt. Am Ende der Selektionen, an denen sich hauptsächlich der Lagerarzt Mengele, der zweite Lagerarzt, der Lagerführer Schwarzhuber beteiligten und denen einige der SS dort assistierten. Nach der Beendigung der Selektion wurde noch eine Gruppe von ungefähr 80 Jugendlichen ausgewählt, die ins anderes Lager kommen sollten. Jedoch, ich war damals nur 11 Jahre und 3 Monate und kam nicht durch. Trotzdem schlich ich mich in diese Gruppe und ging mit dieser Jugendlichen zum Tor. Und dort wurde ich wieder von diesem Buntrock, den wir mit dem Nickname Bulldog genannt haben, das war ein riesiger, starker Mann, eingehalten und er frug mich, wie alt bist du? Ich sagte 12, trotzdem, dass es ja nicht wahr war. Nur also ich damals sah ich schon, dass dass es versagt, der letzte Versuch auch hier. Und dann er fragte mich, warum lügst du? Ich antwortete nicht, weil es war mir schon klar, was sein Urteil ist. Dann, ich weiß nicht warum, es war etwas Menschliches in ihm oder wollte keine administrative Komplikationen dort haben. Oder wahrscheinlich, es war wie ein Ungeziefer für ihn. Es war unwichtig, wo der Häftling seinen Tod findet, an der Seite oder an jener Seite, machte mit der Hand eine Bewegung, sagte, hau ab, zu der Gruppe der Jugendlichen. Und Sie waren dabei? Ja, also das war wegen mich, ja, machte hau ab. Und ich in seiner Sprache haute ab zu dieser Gruppe und wir gingen in der Richtung der Krematorien. Aber dann sind wir in die sogenannte Sauna gekommen, dort gebaden und ins sogenannte Stammlager B2D gekommen. Dort sind wir in einen Block der Strafkompanie gekommen und unser Blockälteste war der Blockälteste Bednarek. Ja. Entschuldigen Sie, noch einen Satz. Zu meiner Erschütterung erkannte ich,
in diesem Mann, dem Mann, den ich in dieser Nachtszene bei der Ermordung und Unterdrückung des Widerstandsversuches im A-Lager gesehen habe. Also es sind verschiedene Einzelheiten, die ich zugeben haben möchte, wenn Sie Fragen haben. Ja, wir möchten jetzt zunächst einmal eine Pause einlegen. Es wird auch für Sie nicht unangenehm sein, sich ein bisschen zu erholen. Wir können heute nicht Punkt 2 anfangen, sondern erst um 14:45, weil ich in der Zwischenzeit hier mich noch wegen dieser einen Zeugenvernehmung besprechen muss. Die Sitzung wird also jetzt unterbrochen und um 2.15 Uhr hier fortgesetzt. Dieses Vorkommnisses bei der Verladung des ersten Transportes für die Gaskammern. Da hatten Sie doch gesagt, dass einer der Gefangenen gerufen hat, man solle sich widersetzen. Und daraufhin wäre er niedergeschlagen worden. Sie sagten, ich habe in der Gruppe derjenigen, die auf ihn eingeschlagen haben, auch erkannt den Mann, den ich später als Bednarek kennenlernte, und außerdem den mit B. Baretzky, ja, von den SS-Leuten in Baretzky. Ja, nun wollte ich diese Szene gern noch etwas näher erläutert haben. Haben Sie gesehen, dass Bednarek eingeschlagen hat auf diesen Mann? Ja, das habe ich ganz klar gesehen. Mit einem Stock, der in seine Hand gehabt, wütend an ihm gestoßen und auf Kopf und an andere Teile seines Körpers geschlagen. Der Baretzky, der hier beiwohnte, der half danach mit seinem Revolver, half danach, wie ich gesehen habe, der Aufladung der Opfer, nachdem dass dieser Widerstandsversuch unterdrückt war. Dazu möchte ich noch etwas sagen, dass der Blockälteste Bednarek zusammen mit anderen Kapos aus dem Lager, die zu dieser Aktion berufen waren, gekommen ist. Ich weiß auch, dass kurze Zeit danach und noch langs danach im Lager erzählt war, dass einer dieser Kapos namens Hans Röhrig, ein Deutscher, nicht Jude, sich weigerte, an dieser Aktion teilzunehmen, und als Strafe wurde er seiner Funktion entkleidet und in die Strafkompanie geschickt. Und aber einige Tage danach, als ein alter Häftling, ist er davon gekommen. Und im Gegenteil, in den Augen der Häftlinge hat er viel gewonnen. Dies weiß ich nur dem Erzählen nach, aber es war sehr verbreitet zwischen den Häftlingen, und es hat den Häftlingen auch also geistlich einen gewissen Auftritt gegeben. Ja, gegeben. Es war im Zusammenhang mit diesen, wo der Blockälteste Bednarek an dieser Aktion teilgenommen hat und sich aktiv beteiligte. Ja, das haben Sie von Bednarek gesehen, und bei Baretzky habe ich Sie so verstanden, er hat, nachdem der Widerstand gebrochen war, nachher noch mitgeholfen, dass die Leute auf die Wagen verladen wurden. Ja, er hat die Leute bedroht mit seiner Pistole und sie aufgeschrien.
Und sie mussten den Lastkraftwagen aufsteigen und in dieser Richtung die Diözesen gefahren. Also Baretsky selbst hat nicht geschlagen. Bei dieser Angelegenheit nicht. Und wissen Sie, ob dieser Mann, den Bednarek damals geschlagen hat, ob der nachher gestorben ist? Ja, also ich weiß nur, dass er, nachdem dass wir zurückgegangen sind, in der Nähe dieses Blocks gelegen hat und ohne sich zu rühren. Ich nehme an, dass er erschlagen war. Ärztliche Untersuchung war wahrscheinlich damals nicht unternommen, vor dem, dass die alle andere ins Tod gebracht geworden sind. Jedenfalls, ich kann nur bezeugen, was ich gesehen habe. Ist er denn nicht auf die Wagen geladen worden? Damals noch nicht. Wahrscheinlich nachträglich, wenn auch die Tote gesammelt gewesen sind. Ich bin nicht bis zum Ende der Liquidation dort geblieben, sondern zurück ins Lager geführt. Ja. Ja, Herr Zeuge, Sie haben uns dann weiter gesagt, dass Sie zunächst zurückgekommen wären in das Lager 2b und dass Sie dort noch einige Zeit geblieben sind, bis Sie dann schließlich mit einem Transport von etwa 70 jungen Burschen in das Lager B2d, wie Dora, überführt worden sind. Bitte, B2D? B2D. Ja. Ja. Ich meine also D wie Dora, der Buchstabe. Ja, in Auschwitz. Nun sagen Sie bitte Folgendes. Sie kamen wann in das Lager B2D? Ja, ich kam ins Lager B2D in der ersten Woche des Monats Juli. Es konnte sein, ungefähr 8. oder 10. oder so ungefähr. Nicht später als der 12. Ja. In der ersten Hälfte des Monats Juli 1944, ja? Ja. Und blieben dort bis zur Auflösung des Lagers am 18. Januar. Ja. Und das, ja, bitte. Und dort lernten Sie auch den Block Ältesten Bednarek kennen. Ja, dort sind wir gekommen, unsere ganze Gruppe, Jugendgruppe, in seinen Block, die sogenannte Strafkompanie. Ja. Nun, haben Sie dort auch festgestellt, dass Bednarek Menschen misshandelt oder getötet hat? Ja, ich muss hier sagen, dass verhältnismäßig hat er sich uns gegenüber, und ich sage es immer nochmal, verhältnismäßig gut verhalten. Und zwar, wir müssten einen Rollwagen anstatt Pferde ziehen und in verschiedene Lager fahren. Und er hat die Aufsicht auf uns gehabt. Er hat einige von uns geschlagen, zusammengeschlagen, ja. Ja, also wenn zum Beispiel der Wagen in der feuchten Erde stecken geblieben war, aber nicht, ich kann es nicht Misshandlung nennen. Außerdem hat einem von unseren Burschen einmal 3 oder 4, das weiß ich nicht ganz sicher jetzt, aber es war eine geringe Zahl, der Schlaghiebe er hat ihm auf das Gebäude der Heizungsanlage hingelegt. Aber es war auch nicht es war peinlich, es war nicht gefährlich. Im Ganzen, nur eine Sache zwang auf uns, dass wir anstatt der Lieder in Hebräischen, die wir als Ausdruck unserer Selbstbewusstheit Nazi-Lieder verlangt und gelernt. Und wir müssten sie leer singen. Und zwar war es nicht angenehm, wenn wir Juden oder die jüdische Jugend ein Lied über das Judenblut, das aus den Messen
tropft, singen mussten. Andererseits, es kann sein, dass es waren Befehle, oder die er bekommen hat, oder in dieser Weise wollte er als Volksdeutscher sich den Behörden gegenüber einen guten Eindruck machen. Erwecken, ja. Andererseits muss ich aber zugeben, dass wir gehört haben, dass er in Vergangenheit in vielen Fällen Häftlinge misshandelte und sogar tötete. Und wir nehmen es an als eine natürliche Sache, weil anders er ein Blockältester des sogenannten Strafblocks oder Strafkompanie nicht sein konnten. Jedoch, ich persönlich kann keinen solchen Tat als Zeuge bestätigen. Sie haben dann vorhin auch den Namen Baretzky genannt. Ja. Was war er und woher kannten Sie ihn? Ja, der Baretzky war ein Blockführer, der auch in Theresienstädten Familienlager war. So ein SS-Mann. Ich sah ihn sehr oft in unserem Lager und auch im Nebenlager, das glaube ich, dort gesehen, im Nebenlager A, außer dieser Nacht. Jedenfalls mit Sicherheit habe ich ihn in unserem Lager gesehen. Außerdem habe ich dem Baretzky bei der Durchführung der Selektion, der großen Selektion, bei der Liquidation unseres Lagers gesehen. Und zwar nicht selektieren, sondern, also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, dass nicht selektieren, weil die Selektion wurde in einem Block durchgeführt. Und sie wurde durchgeführt von hauptsächlich, so wie ich weiß, durch den Lagerarzt Mengele, dem zweiten Lagerarzt, und dem Lagerführer Schwarzhuber. Schwarzhuber, ja. Und der Baretzky und der Rapport für Buntrock halfen dort, ich weiß nicht an welcher Weise. Und nun, es wurde uns gesagt, dass von den Häftlingen, die vor diesen Ärzten defilierten, dass es wurde von diesen Ärzten durchgeführt. Dagegen kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich dem Angeklagten Baretzky an der Rampe im Frühling 1944 und dann in dem ersten Monat oder dem Monate, wo ich im D-Lager war, das heißt im Juli oder August, selektieren gesehen habe. Und diese Szene kann ich ganz genau schildern. Dasselbe habe ich gesehen bei dem Lagerarzt Mengele und bei dem zweiten Lagerarzt, der mit dem Mengele immer ins Kinderblock gekommen ist und sich interessierte um die Erziehung dort und auch ins Krankenbau gekommen war. Diese drei habe ich hauptsächlich in dieser Zeit der ungarischen Transporte, damals war ein, so, wie ich das vielleicht ironischerweise Hochbetrieb nennen kann, an der Rampe, wobei Tag und Nacht selektiert war. Das war im Sommer 1944. Frühling und Sommer. Frühling und Sommer. Und Sie wollten uns das im Einzelnen schildern, was Sie da gesehen haben? Ja, Sie wollen es, was ich, es war fast dasselbe bei jedem. Also die Art bei dem, der Durchführung der Selektion war fast dieselbe bei ihm, bei dem Baretzky, wie bei dem Herr Dr. Oder Mengele. Dem Mengele und dem zweiten Lagerarzt, dem ich, mit wie Namen ich schon gesagt, mit Namen damals nicht gekannt habe, der mich, es kann sein, erkennen kann. Zwar der Mengele hat diese Aktion etwas eleganter, wie üblich in unserem Blog durchgeführt hat, mit schnellen und leichten Gesten.
Man hat ihm viel geholfen, die Leute in der Reihe stellen, trennen die Frauen und die Männer. Der zweite Lagerarzt hat die in etwas schwerere und langsame Weise reagierte. Der hat diese Tätigkeit auf ähnliche Weise durchgeführt. Dem habe ich wenige Male, aber einige Male trotzdem gesehen. Und der Baretzky bei ihm ganz gewöhnliche Rohheit und auch mit Geschrei. Jedoch hatte es auch er selbst, dass ihm jemand geholfen bei der tatsächlichen Selektion gemacht. Außerdem kann ich sagen, dass ich den Baretzky an der Rampe einige Male gesehen habe, auch ohne zu selektieren, mit einem Stock die Leute aus den sogenannten Kanada. Das heißt, das Aufräumungskommando, wenn er Aufsicht auf diese Leute gehabt hat. Das habe ich beobachtet aus dem freien Platz, wo das unser sogenannter, ich kann es nennen, Spielplatz. Für die Kinder. Ja. Wir haben sogenannt mit unseren Finger die Drähte es war eine Art von Sport oder von angerührt während des Tages. Es war üblich, dass es nicht geladen war. Und jedenfalls für einen Moment wollten wir, das war eine Heldentat unter den Kindern, ja. Am Tage und von dort haben wir das beobachtet. Also Sie haben Baretzky auf der Rampe gesehen bei ankommenden Transporten, wenn auch Mengele und noch ein anderer Lagerarzt dabei war. Und er hat dort, genau wie die Ärzte, auch eingeteilt, wer auf die linke und auf die rechte Seite gehen sollte. Ja, außer Ihnen habe ich auch viele andere gesehen, die ich dem Namen nach und sogar der Funktion nach nicht nennen kann. Ja. Mhm. Und wodurch kannten Sie nun Baretzky insbesondere? Ja, also Baretzky kam ins unser Lager, die B2B, und wir kannten alle, ich glaube so, dass es alle waren, die Blockälteste oder die SS-Leute, die in unserem Lager Dienst gehabt haben. Besonders wir Kinder interessierten uns sehr über die Namen und sogar über die Nicknamen der Leute und über verschiedene Eigenartigkeiten, die sie charakterisierten. Den Baretzky, wurde auch über ihn viel erzählt, über seine Rohheit. Jedoch in unserem Lager habe ich außer dieser Nachtszene nicht viel davon gesehen. Es war einer, der viel Rohe erschienen hat, wegen seiner Funktion. Das war der Rapportführer Buntrock. Aber wie schon gesagt, er war Rapportführer und dieser ein Blockführer war und der kam nicht viel in unserem Lager in Kontakt mit den Leuten. Außerdem ist er ins Kinderblock gekommen und teilgenommen hat an der kulturellen Veranstaltungen wie fast alle anderen SS-Leute. Wer, der Baretzky? Der Baretzky und alle anderen. Haben Sie ihn dann wieder getroffen in dem Lager D? Ja, ich habe ihn betroffen. Ja. Getroffen. Und können Sie von dort aus irgendetwas sagen, was charakteristisch wäre? Ja, eine Szene blieb mir sehr, sehr lebhaft und sehr scharf in Erinnerung. Und zwar war es konnte wieder im Spätsommer 1944, das heißt ungefähr einen Monat nachdem, dass wir in das D-Lager gekommen sind. Ungefähr um 9 Uhr früh, nachdem dass die Häftlinge die Arbeit mit ihren Kommandos herausgingen, wurde eine Sucht nach der sich aus der Arbeit geflohen, ja, oder verstecken unternommen. Alle Häftlinge, die im Lager waren, wurden gesammelt auf einem breiten Platz.
Ich glaube, es war ungefähr in der Nähe des Krankenbaus oder etwas näher zu dem Ausgang. Das war im Lager D. Lager D. Ja. Und es wurde ein Häftling, der auf der Latrine gefunden war, dass er nicht in die Arbeit gegangen ist. Wo ist er gefunden worden? Auf der Latrine. Latrine, ja. Ja. Es war ein, also ich werde es nicht schildern, diese Anstalt, Lager. Dort, ja, er wurde dort gebracht und vor eine Gruppe, zwei oder drei SS-Leute, unter denen Barecki war mit seinem Stock und behandelte diesen Häftling fast, ich möchte sagen, bei einer Solo-Auftretung. Ich weiß, dass etwas, das ist mir etwas Unnatürliches dabei in Erinnerung geblieben, dass wir in einer gewissen Entfernung gestanden sind. Er hat ihn an das kahle Kopf geschlagen. Und wir konnten ganz klar sehen, immer, wie das Blut von dieser oder jener Seite aus dem Kopf herunter. Und wir hörten, also ich hörte nicht die Schlagen. Ja? Es war ein gewisses Abstand. Und das war etwas so unnatürlich. Und er hat nicht, fast nicht geschrien, dieser Häftling. Und deswegen war das etwas Unnatürliches. Ja. Aber dann ist er liegen geblieben und er sollte 50 Schlaghiebe auf dem Bock bekommen. Und er musste sie zählen. Von Anfang hatte einige gezählt und dann ist er ganz ruhig geworden. Ja, und dort am Ort liegen geblieben ist. Ich bin nicht sicher in diesem Moment, ob auch die Schlaghiebe durch den Barecki gegeben. Das mit Sicherheit kann ich es nicht sagen. Es ist mir ganz klar, dass mit diesem Gehstock, wie er ihn auf Kopf schrecklich geschlagen hat. Und wie ich schon gesagt habe, er ist dort liegen geblieben. Nachträglich am Abend lernte ich von einem der Häftlinge namens Kollmann, der am Krankenbau arbeitete, dass dieser Häftling gestorben sei. Dieser Kollmann kam am Abend immer in die Schlosserwerkstatt, wo sich einige Häftlinge am Abend immer gesammelt hatten, unter denen auch der Heizer aus Krematorium Philipp Müller, der uns immer Berichte über die Vorgänge im Krematorium gegeben hat. Diese Szene, die mir so wegen einiger Einzelheiten, zum Beispiel, es war ein nebelhaftes Morgen und noch einige solche Kleinigkeiten sehr scharf in Erinnerung geblieben ist, bezeugen auch mein Freund aus der Jugendgruppe, der bei mir damals gestanden ist, der Maler Yehuda Bakon aus Jerusalem. Ich glaube, das ist alles, was ich über die. Wann ungefähr hat sich das abgespielt mit diesem Häftling, den Bednarek zunächst auf den Kopf geschlagen hat und der nachher. Das war das, entschuldigen Sie, Barecki. Verzeihung, Barecki, ja, ich habe mich versprochen. Wann war das ungefähr? Das war, also Sie fragen die Stunde oder der Tag? Nein, den Tag, so ungefähr die Zeit. Es konnte im ersten Monat meines Aufenthaltes in D-Lage, das heißt Ende oder zum Ende Juli sein. Ende Juli 44. Ja, es kann etwas früher und etwas später sein. Ich glaube, es war kurze Zeit dann, nachdem, dass ich angekommen bin. Weil es war einer der ersten Eindrücke, die ich dieser Art, die ich dort bekommen habe.
Herr Zeuge, es fällt mir etwas auf. Sie haben bei Ihrer Vernehmung in Jerusalem gesagt, dass diese Selektion der 12.000 Menschen, die in die Gaskammern gebracht wurden, ausgeführt wurde durch Dr. Mengele und dem Lagerführer Schwarzhuber. Heute sagen Sie, es sei außer Dr. Mengele noch ein zweiter Arzt dabei gewesen. Ja. Wie kommt das? Also dieser zweite Arzt war bei dieser Angelegenheit und zwar und auch bei anderen Angelegenheiten immer tätig. Es waren auch andere dabei, zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, der Buntrock und der Barecki, die dort beiwohnten. In meiner Aussage nannte ich nie alle, die ich kannte, nur die ich mit dem Namen gekannt habe. Und das war das Prinzip damals. Ich kann noch viele andere nennen, die sich an verschiedenen Taten beteiligten. Jedoch nicht immer oder fast nie habe ich sie mit Namen genannt. Aber ich kann auch andere Namen, zum Beispiel der Blockführer Schenk, der sich an verschiedenen Angelegenheiten dort beteiligte. Und ich war nicht sicher, ob ich ihm gegeben habe. Und so sind auch verschiedene Einzelheiten, die ich noch zugeben kann. Nun sagen Sie bitte, dieser zweite Lagerarzt, der sich bei Dr. Mengele aufgehalten hat, hat er auch irgendwelche Anordnungen getroffen oder irgendwelche Maßnahmen getroffen oder hat er nur dabei gestanden? Wann, fragen Sie, bei dieser Selektion in dem Theresienstädter Lager oder an der Rampe? Beides, sowohl als auch. Ja, also in dem Theresienstädter Lager habe ich ihn nicht gesehen, weil die Selektion in einem Block durchgeführt war. Ich ging nicht in die Selektion, weil ich zu klein war und es war mir ganz klar, dass ich und die Kinder gingen auch nicht. Nur am Ende sind einige, ungefähr 80 Kinder dann ausgewählt. Also ich ging nicht. Ich weiß nur, dass es waren vielleicht 5, 6 oder 7 viele Selektionen, die damals, denen damals alle Häftlinge, erwachsene Häftlinge durchgehen mussten. Aber doch nicht in Theresienstädter Lager, oder? Doch, doch, bei der zweiten Liquidation. Bei der zweiten Liquidation? Ja, in einem Block und manchmal, einige Male war der Lagerführer, der sie selektierte, einige Male war es der Dr. Mengele, einige Male war der zweite Lagerarzt. Das weiß ich davon, dass er, also alle diese drei, je nachdem, ins Block gegangen sind und dann, nachdem die Häftlinge, die herausgegangen sind, uns erzählten, dass sie dort selektiert geworden sind. Also demnach kann ich es hier angeben, dass sie dorthin gegangen sind und den Angaben der Häftlinge selektierten. Was nicht an der Rampe war, wo ich sie mit eigenen Augen selektieren gesehen. Ja, und wie war es an der Rampe? Das wollte ich dann auch noch gerne wissen. Ja, also an der Rampe, wie ich schon geschildert habe, haben sie die Häftlinge vor sich den Geschlechtern getrennt definieren lassen. Und nach einer ganz oberflächlichen Durchsuchung, manchmal etwas oberflächlicher, manchmal etwas gründlicher, auf die eine oder zweite Seite geschickt haben. Ich schilderte schon die Art des Lagerarztes Mengele, des zweiten Lagerarztes und des Barecki, die in einer gewissen Weise Aber dieser zweite Lagerarzt hat auch selbstständig und ohne etwa von den anderen abhängig zu sein, selbstständig entschieden, wer wohin geht. Ganz in derselbe Weise, wie die andere von mir genannte. Der Dr. Mengele das auch gemacht hat. Ich habe an den Zeugen keine Fragen mehr zu stellen. Ja, ich habe es nicht da. Oh. Ach, richtig.
Ja, Herr Cuccini, würden Sie bitte dem Zeugen einmal dieses Bild vorzeichnen und würden Sie ihn fragen, ob er auf diesem Bild einen der dort abgebildeten Leute kennt? Ja, hier, ich glaube, dass ich dem rechts, dem Baretzky erkennen. Derjenige mit dem Stock in der Hand? Mit dem Stock, an der rechten Seite. An der rechten Seite. So glaube ich. Fast mit Sicherheit. Andere stehen mit dem Rücken zu mir. Eine mit einer Offiziermütze, der vielleicht ein Lagerarzt sein konnte. Nun sagen Sie mal, hat denn Baretzky im Lager diese Mütze da getragen, die dieser Mann da aufhat? Solche Mütze? Ja, das ist doch an für sich eine Mütze gewesen, die bei der SS nicht üblich war. Können Sie sich entsinnen, dass Sie ihn sonst mit dieser Mütze gesehen haben, außerhalb dieses Bildes? Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Hatten auch andere SS-Leute diese Mütze auf? Oder war er der Einzige, der diese Mütze trug? Ich glaube, dass auch andere sie haben. So. Ja, und dann bitte ich Sie, sich einmal den Angeklagten zuzuwenden und uns zu sagen, wen Sie von diesen Angeklagten noch erkennen. Und ich bitte zu diesem Zweck, die Angeklagten einmal aufzustehen. Wir haben gesehen, das war Karduk, der damals Rapportführer war, aber von dem Sie nicht genau wussten, wann und unter welchen Umständen Sie ihn gesehen haben. Sind noch Fragen von sein? Bitte schön. Mit welchem Ereignis im Lager verbinden Sie die erste Erinnerung mit Dr. Mengele? Ja, entschuldigen Sie, kann ich vor dem noch dem Herrn Vorsitzenden fragen, die anderen Angeklagten, die ich meiner Meinung nach erkannte oder genannt habe, was sind ihre Namen? Also das in der ersten Reihe, das war Herr Dr. Lukas. Dem ich als Lagerarzt zu erkennen glaubten, ja? Und der ja, das haben Sie mir gesagt, ja. Dass der andere, der Mulka war. Mulka, ja, das haben Sie jawohl. Mir gesagt. Und dann Bednarek haben Sie ja erkannt, Baretzky haben Sie erkannt, Karduk habe ich Ihnen noch gesagt, ja. Und der andere Herr, den Sie von der Rampe her kannten, das ist Apotheker Capesius. Ja. Dr. Capesius. Den Namen nach habe ich ihm damals nicht gekannt. Haben Sie nicht gekannt. Ich danke Ihnen. Es war auch unmöglich wohl. Ja. Ja, also meine Frage, mit welchem Ereignis im Lager verbinden Sie die erste Erinnerung an Dr. Mengele und wann war das? Die erste, was bitte? Erinnerung an Dr. Mengele. Ah, Erinnerung. Also das war das waren die ersten Tage, in denen wir ins Lager gekommen sind, ohne Selektion. Weil einige Tage danach das Kinderblock gegründet war. Das war also zeitlich? Im September 1943. September 1943. Ich glaube so, dass die ersten Erinnerungen sind aus den ersten Tagen. Mit Sicherheit kann ich es jedoch nicht feststellen. Mit Sicherheit kann ich sagen, dass er nachträglich in Kinderblock immer gekommen ist. Es kann sein, zum Beispiel im Februar, im März, im Juni, Juli. Ja. Bitte, das ist. Also, das war zunächst mal also September 43, sagen Sie? Dezember 43? Nein, September 43. Das sage ich nicht mit Sicherheit. Und kam der zweite Lagerarzt damals auch immer mit ihm? Der zweite Lagerarzt kam nicht am Anfang. Nein, anfangs nicht. Also nicht, sicher nicht im September. Er konnte, ich glaube, ich habe ihn gesehen, schon vor der ersten Liquidation, das heißt vor März 1944. Es konnte sein Februar, es konnte etwas früher sein.
Und auch er interessierte sich sehr und auch am Krankenbau, weil ich damals krank geworden bin. Mhm. Und wie lange war denn Dr. Mengele im Lager noch? Sie waren ja bis zum Schluss da, im D-Lager. War Mengele da auch immer da bis zum Schluss? Bis zum Schluss, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ich glaube nicht. Jedenfalls habe ich ihn gesehen bei der Liquidation des tschechischen Familienlagers und ich vermutlich auch einige Male nachdem, dass ich in das D-Lager gekommen bin. Das heißt im Sommer, im Laufe der Ungarn, der Deportationen der Juden aus Ungarn. War er im Herbst noch da, im Herbst 1944? Bitte? War Mengele im Herbst 1944 noch da? Herbst 1944, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil hauptsächlich habe ich ihn gesehen am Kinderblock oder bei der Selektionen. Mhm. Und da das Kinderblock liquidiert war und die Selektionen eingestellt im Herbst waren, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass ich ihn, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Nicht mehr gesehen. Aber mit Sicherheit kann ich ja es nicht sagen. Und den zweiten Lagerarzt, haben Sie den noch weiter gesehen? Nein, den zweiten Lagerarzt habe ich auch nicht gesehen. Aber Sie sagten, Sie haben den zuerst schon gesehen, im Februar, vielleicht früher? Vielleicht früher, aber Februar konnte jedenfalls vor der Liquidation und das heißt vor dem 8. oder noch einige Tage bevor vor dem, weil ich ans Kind ans Krankenbau gekommen. Die Frage ist schon beantwortet. Der Zeuge hat bereits geschildert. Ich möchte das besonders festhalten hier. Ehe er auf Dr. Lukas gedeutet hatte, hatte er vorher schon eine Schilderung von der Statur des zweiten Lagerarztes abgegeben. Aber nicht so eingehend, Herr Staatsanwalt. Er hat zwar etwas darüber gesagt, aber es kommt ja hier doch ziemlich darauf an, auf die Genauigkeit. Also ich bitte doch, die Frage zuzulassen. Also fragen Sie mal. Also scharfe, ist scharfe Nase, ja, aber eine scharfe Nase, wenn es gut Deutsch gesagt ist, ich übersetze es aus Hebräischem. Eine Adlernase. Nein, nicht Adlernase. Adlernase war bei dem Mulka. Also nicht so eine Nase. Gespitzte, wie etwas ähnlich wie bei dem Angeklagten Bednarek. Aber ich sagte schon, er war in demselben Alter ungefähr wie Mengele. Es konnte etwas mehr sein, aber sicher nicht viel. Er war aber sehr, dagegen den Mengele, der immer schlau und elegant erschienen ist, seine Erscheinung war sehr gütlich und vaterlich, oder wie soll ich es sagen, ja, vaterhaft uns Kinder gegenüber und sogar bei der Selektionen. Also er war etwas gröber und plumper als Mengele. Plumper, was heißt das plumper? Bitte? Väterlicher hat er gesagt. Nicht? Das äußerlich betrachtet. Väterlich ist vielleicht mehr eine... Also in der Anführungszeichen, ja, also ironisch gesagt, selbstverständlich. Das war die, ja, also... Ich will ja nur die äußeren Merkmale von Ihnen wissen. Also ich hoffe, dass ich sie gegeben habe. Herr Dr. Müller. Herr Zeuge, Sie sagten, Sie seien seit September 1943 im Lager gewesen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja. Ja, das habe ich im Familienlager oder Theresienstädter Familienlager seit September 1943. Ich meine in Auschwitz überhaupt, seit September 43. In Auschwitz überhaupt, genau in Birkenau B2B. Seit September 1943. Seit September 1943. Ich halte Ihnen vor, dass unstreitig, soweit hier überhaupt etwas unstreitig ist, der Angeklagte Mulka seit März 1943 nicht mehr in Auschwitz war. Nun meinten Sie eben, den Angeklagten Mulka wiedererkannt zu haben. Er war doch nicht mehr da. Was sagen Sie dazu? Ich habe gesagt, dass ich meine, ich habe ihn gesehen. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, er war nicht da? Dann muss das Gericht überprüfen. Nein, das möchte ich von Ihnen überprüft haben. Ich habe gesagt, was Sie von mir hören wollten, bitte. Wollen Sie damit sagen, im Hinblick jetzt im Augenblick, Herr Kaul, im Augenblick spreche ich.
Also, meine Herren, jetzt spreche ich und bitte Sie beide zunächst einmal zu schweigen. Herr Dr. Müller, wollen Sie bitte Ihre Fragen, die Sie an den Angeklagten zu stellen haben, zunächst an mich richten. Ich werde dann entscheiden, ob wir die Fragen weitergeben wollen. Im Hinblick darauf, dass der Angeklagte Mulka seit März 1943 nicht mehr in Auschwitz war, muss der Zeuge sich irren. Ja. Der Zeuge ist ein kluger Mann. Gibt der Zeuge zu, dass er sich geirrt hat? Herr Vorsitzender, ich widerspreche... Das war eine Frage. Ich gebe bitte, ich habe nicht gesagt, dass ich geirrt habe. Ich widerspreche dieser Frage. Der Zeuge hat überhaupt nicht behauptet, dass er den Angeklagten Mulka auf der Rampe gesehen hat, sondern der Zeuge hat sich den Angeklagten Mulka angesehen. Er hat gesagt, er kennt ihn dem Namen nach nicht. Und er hat gesagt, es könnte so jemand gewesen sein wie dieser Mann auf der Rampe. Etwas anderes hat er nicht gesagt. Dem Zeugen jetzt... Entschuldigung, im Kinderblock. Ja, ja, das habe ich gesagt. Im Kinderblock, ja. Dem Zeugen jetzt vorzuhalten, dass er hier zugeben soll, er habe sich geirrt, dazu besteht überhaupt gar kein Anlass. Es besteht Anlass, dem Zeugen zu sagen, dass der Angeklagte Mulka seit März 1943 nicht mehr da war und dass er seine Erinnerung... Ich weiß nicht mal, warum. Herr Rechtsanwalt Dr. Müller, Sie haben den Zeugen gefragt, ob er bei seiner Aussage bleibt, selbst dann, wenn Sie ihn darauf hinweisen, dass der Angeklagte Mulka im März 1943 nicht mehr im Lager gewesen sei. Und da hat der Zeuge gesagt, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Stimmt das? Haben Sie so geantwortet, Herr Zeuge? Bitte, ich habe gesagt, dass ich dem Mann, nicht dem Namen nach, sondern dem Gesicht, der ganz nicht häufig vorkommt, glaube an der Rampe und in den, ja, es scheint mir so habe ich es gesagt, ich habe ihn gesehen im Kinderblock und an der Rampe nicht mehr und nicht weniger, so glaube ich. Ja, und nun wird Ihnen gesagt, dass dieser Angeklagte, den Sie da zu erkennen glauben, dass der zu dieser Zeit nicht mehr im Lager gewesen sein soll. Haben Sie dazu etwas zu sagen? Nicht mehr als, dass es kann sein, wenn es sicher so war, dass es ein Irrtum war. Ja, danke. Nicht mehr. Ja. Herr Rechtsanwalt Dr. Eckert. Eine Frage zum Komplex Bettnareck. Herr Zeuge, sind Sie zu dem Angeklagten Bettnareck schon einmal vernommen worden und haben Sie über diesen Angeklagten eine Erklärung abgegeben? Ja, ich habe in Jerusalem in meiner ersten Aussage über meine Begegnungen mit Bednarek ausgesagt. Es wurde von einem Beamten der Polizei niedergeschrieben in ein bisschen gekürzter Weise, weil ich ziemlich schnell gesprochen habe. Und ich habe... also alles, was ich damals angebracht, glaubte, angegeben. Haben Sie damals von der Liquidation des Familienlagers und der Mitwirkung des Angeklagten Bednarek bei dieser Liquidation die gleiche Darstellung gegeben wie heute? Es war sicher viel kürzer, weil die ganze Sache war viel kürzer. Aber im Wesentlichen glaube ich, war es ungefähr so, ja. Ich weiß nicht, was, also ich sollte es wissen, was er niedergeschrieben hat, der Polizeimann, weil ich es unterschrieben habe. Und meiner Erinnerung nach war es viel kürzer und viele Angelegenheiten, die ich hier gesagt habe, über das Leben im Lager, über Verhalten verschiedenen einzigen, sind dort sicher nicht. Sie haben heute gesagt, dass Sie selbst gesehen haben, wie der Angeklagte Bednarek mit einem Stock auf diesen Blockältesten, was glaube ich, einschlug. Ja? Ja, das habe ich gesagt. Haben Sie bei dieser früheren Vernehmung einmal gesagt, einige Menschen, meistens Blockälteste, die probiert haben, Widerstand vor der Vergasung zu stellen, wurden an Ort und Stelle ermordet? Zwischen diesen Opfern befanden sich die mir persönlich bekannten Blockältester Bundi und Jugendältester Fredi Hirsch, der vor der Vergasung Selbstmord begangen hat. Soweit
deckt sich's mit Ihrer heutigen Schilderung. Der nächste Satz heißt, es wurde auch gesagt, dass angeblich der Blockälteste der Strafkompanie Bettnerek bei der Überführung und Mordtaten an den Opfern beteiligt war. Ja, das habe ich wahrscheinlich gesagt. Also damals, dem Bednarek kannte ja ich damals dem Namen nach noch nicht. Ja? Und ich sah nur dem Mann, den auf dem, dem Blockälteste Bondi schlug und ihn wahrscheinlich getötet. Nur wenn ich in das Strafblock der Strafkompanie gekommen bin, habe ich mit erschrocken diesen selben Mann, der seinen Name Bednarek war, gekannt. Jedoch wurde schon vorher erzählt, dass auch Bednarek sich an diesen Angelegenheiten beteiligte. Aber ich konnte damals nicht identifizieren den Namen Bednarek mit dem, den ich gesehen habe, sondern nur, wenn ich an das Block gekommen bin. Und dies ist mir so klar, wegen der Scharfe oder dem Schreck dieser Szene, der nächtlichen Szene geblieben, da, und dass wir gerade zu diesem Mann gekommen sind, dass es kein Irrtum hier bestehen kann. Verzeihen Sie, Herr Zeuge, ich habe Sie ja auch nicht gefragt, ob Sie im Jahre 1942, 43 oder 44 irgendwelche Unklarheiten gehabt haben, sondern ich habe Ihnen vorgehalten, dass Sie am 13. Juni 1962, also vor gerade 2 Jahren, dahin ausgesagt haben, Sie hätten gehört, denn nicht anders kann Ihr Satz verstanden werden, dass der Bettnerek sich an der Liquidierung des Familienlagers beteiligt hätte. Ja, das habe ich jetzt gerade gesagt, dass ich das gehört habe, weil ich das Name nennen gehört habe, Bednarek. Weil ich damals habe ich den Bednarek nicht gekannt. Und ich wiederhole und erkläre Ihnen ganz deutlich, dass nur dann, wenn ich nach das Lager B2D gekommen bin, konnte ich auch selbst feststellen, zu meinem Erschrecken, dass es dieser Mann war. Ich habe auch ähnliche Szenen beobachtet, wie andere sich beteiligten an ähnlichen Taten. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass eine gewisse Journalistin Nowotny... Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, das brauchen wir vielleicht nicht zu besprechen. Haben Sie das Recht, mich, Herr Vorsitzender, hat der Herr das Recht, mich unterbrechen? Ja. Was wollten Sie von Nowotny sagen? Ja, also ich habe gehört auch, dass die als eine Frau, die ich gut gekannt habe, wie wir alle, die Häftlinge, auch in ähnlicher Weise ermordet war durch einen SS. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Also es sind verschiedene Szenen, über die ich erzählen kann. Und wenn ich es nicht feststellte, mit meinen eigenen Augen dann nachher, wer der Bednarek war, werde ich bei dem allgemeinen Schilderung geblieben. Ja, das ist doch klar. Ja, Herr Zeuge, der Herr Verteidiger möchte etwas anders Ihnen sagen. Er möchte nämlich sagen, dass Sie in der Nacht, als damals das Unglück passierte, da kannten Sie Bednarek noch nicht. Da haben Sie bloß einen Menschen gesehen, der geschlagen hat. Diesen selben Bednarek haben Sie später in dem Lager D unter seinem Namen kennengelernt. Ja. Nun sagt der Herr Verteidiger, als Sie aber vernommen worden sind 1960 oder wann das war, oder 62, damals wussten Sie ja inzwischen, wer Bednarek war. Ja. Und konnten deshalb auch genau sagen, ob nun dieser Bednarek mitgewirkt hat oder nicht. Ja. Wenn Sie trotzdem damals gesagt hätten, es sei gesagt worden, das heißt, es sei erzählt worden, Bednarek habe sich daran beteiligt, so meint der Herr Verteidiger, hätten Sie doch im Jahr 62 das dann auch aufklären können. Ja, ganz klar. Also ich habe damals die klare Absicht gehabt, nachdem, dass ich sage, dass die einige Tage danach, es wurde erklärt oder erzählt, über dem, dass der Bednarek sich beteiligte. Ich wollte, wenn ich chronologisch in der Geschichte ins D-Lager komme,
das wiederholt oder feststellen, dass ich ihn erkannte. Wahrscheinlich habe ich es vergessen, wie ich zum Beispiel heute vergessen habe, zu sagen, dass ich den Angeklagten Baretzky bei dem Todesmarsch einmal gesehen habe, am ersten Tage, die in einem Falle mindestens einem Häftling umbringen. Ich glaube, ich habe es damals nicht gesagt. Nein. Also zum Beispiel das und viele andere Sachen, ja? Ja, also das, um das nochmal festzulegen, Sie haben bei dem Todesmarsch, das heißt bei dem Marsch von Auschwitz nach Großhausen? Das war in der Richtung der Stadt Pless. Der polnische Stadt Pless und der mürrischen Stadt Tropau. Die Stadt Pless das war der erste Tag, nach der ersten Nacht, nachdem wir aus dem Lager gegangen sind. Und zwar damals waren meine Kräfte schon beinahe zu Ende. Und ich näherte mich dem letzten Teil den letzten Reihen der Häftlinge. Und wir wussten ja, dass die letzte immer getötet durch die SS, die hinter uns gehen. Weil wir haben die Tote, die vor uns gegangen sind, in anderen Gruppen in den Straßen gesehen. Es war, wie ich schon gesagt habe, der erste Tag. Es konnte der 19. Januar sein, dass einer der Häftlinge seinen Fuß gebrochen hat. Ja. Und die anderen Häftlinge wollten ihn mitschleppen. Und in der Gruppe, das waren zwei oder drei SS-Wächter, die hinter uns, hinter den letzten Reihen gegangen sind, war der Baretzky, der es verbieten hat und dem Häftling mit seinem zerbrochenen Fuß dort liegen lassen befahl. Ich bin sicher, dass er ihm gleich danach erschossen hat, weil es anders nicht sein konnte. Auch hier aber, wie schon gesagt, also er war der, das befahl, und er war der, der ihn behandelte, diesen Häftling, und wir wollten sich wieder entfernen. Kurze Zeit danach wurde eine Pause, eine Stunde vielleicht, eine halbe Stunde danach, eine Pause angelegt, und dann mehr habe ich den Baretzky nicht gesehen. Das zum Beispiel ist auch eine Sache, eine Einzelheit, die ich wahrscheinlich, wie Sie sagen, nicht damals gesagt habe. Und ich nehme an, dass es viele andere Sachen, die ich heute gesagt habe, sind, die dort waren, und auch anders. Ja, dass ich damals andere Sachen sagte, war als heute. Also Sie wollen heute sagen, Sie haben nicht von Hörensagen erfahren, dass der Blockälteste Bednarek bei dieser Überführung mitgeschlagen hat, sondern Sie haben das mit eigenen Augen gesehen. Sie haben bloß in diesem Augenblick, als Sie es gesehen haben, den Bednarek noch nicht gekannt, sondern seine Person erst später kennengelernt. Ganz genau so. Ja, bitteschön. Darf ich die Aufmerksamkeit des Hohen Gerichts auf Blatt 9 der Originalvernehmung des Zeugen lenken? Das ist 858. Unten direkt über der Unterschrift des Zeugen, und das halte ich Ihnen, Herr Zeuge, jetzt vor, hat der Satz zunächst gelautet: Es wurde auch gesagt, dass angeblich der Blockälteste der Strafkompanie bei der Überführung mitgewirkt hat. Dann ist handschriftlich über, ist nicht ausgeschrieben Strafkompanie, sondern SK steht hier, über SK eingerückt Bednarek, der ja. Name. Können Sie sich daran erinnern, wie es zu dieser Einrückung gekommen ist? Ja, also ich sagte und erklärte sehr ganz klar, dass es meine Absicht sicher war damals,
die Ereignisse chronologisch schildern. Und wenn ich zurückkam zu dieser, zu meiner Ankunft ins SK-Strafkommando, wollte ich diese Sache sagen. Wahrscheinlich habe ich sie nicht gesagt, wie viele andere Sachen. Ja? Also ich kann nur wiederholen, ich wundere mich, dass Sie es nicht verstehen können. Etwas anderes kann ich nicht sagen. Ich werde zu gegebener Zeit später darauf zurückkommen. Für den Augenblick habe ich in diesem Zusammenhang keine Frage. Also Herr Zeuge, bei dem Original Ihrer Vernehmung, die ja mit Hand geschrieben worden ist, nicht? Nicht mit meiner Hand. Nein, unterschrieben. Unterschrieben, ja. Aber mit der Hand geschrieben war, nicht mit Maschine geschrieben. Nein, war. Es wurde, ja, von diesem Polsen. Da fällt mir auf, dass da geschrieben stand, es wurde auch gesagt, dass angeblich der Block Els der SK bei der Überführung Mordtaten an den Opfern und auch an Mordtaten an den Opfern beteiligt war. Und da hat man später drüber geschrieben, der Block Els der SK Bednarek. Und dann hat man diese handschriftliche Vernehmung abgeschrieben mit Schreibmaschine. Und bei dieser Schreibmaschinenabschrift hat man auch zunächst geschrieben, es wurde auch gesagt, dass angeblich der Block Älteste der SK bei der Überführung und Mordtaten an den Opfern beteiligt war. Und auch hier hat man dann mit Hand und Druckschrift Bednarek darüber geschrieben. Ja. Und nun meine ich, diese Schreibmaschinenabschrift, die hat Ihnen ja nicht mehr vorgelegen. Sie haben ja nur die handschriftliche Aufzeichnung unterschrieben. Ja. Hat denn damals der Name Bednarek schon da drin gestanden, wie Sie es unterschrieben haben? Wie kann ich das wissen? Ich glaube, ich habe nicht verstanden. Sie haben gesagt, dass in der handschriftlichen Aussage das Name Bednarek nicht erscheint und also wenn später nachträglich drüber geschrieben. Ja, also ich habe die Aussage, die mit der Schreibmaschine geschrieben geworden ist, nicht gesehen und nicht unterzeichnet. Ich meine nämlich Folgendes. Und, wenn bei Ihrer Vernehmung der Name Bednarek drüber geschrieben worden wäre, dann hätte er doch bei der Abschrift dieses Dokuments schon da gestanden. Und dann hätte man bei der Abschrift des Dokuments ihn nicht auch noch drüber zu schreiben brauchen. Ich kann es nicht sagen, aber ich sehe nur eine Sache, dass diese Schrift, das ist dieselbe Schrift wie des Vernehmten. Ja, das heißt, ich glaube, es war eine Frage und er hat gefragt, weil er hat viele Fragen gelegt und die hier nicht erschienen. Hat gefragt, war es der Bednarek, über den gesprochen war oder so, ja? Oder was war sein Name? Ja, so nehme ich an. Ja. Und dann sagte ich ihm sicher Bednarek, so nehme ich an. Mit Sicherheit kann ich es jedenfalls nicht feststellen. Ja, man muss dem Mann hier oder antragen. Ist noch eine Frage zu stellen. Zum Komplex Dr. Lukas eine Frage. Haben Sie den Mann, den Sie als Dr. Lukas bezeichnen, auch bei der zweiten Liquidation des Theresienstädter Lagers gesehen? Ich habe es ganz klar gesagt. Sie haben gesagt, Sie hätten ihn gesehen, erstens bei der ersten Liquidation und zweitens an der Rampe. Nein, ich habe gesagt, dass die drei, der Lagerälteste, der Lagerführer, der Mengele und der zweite Arzt in dem Block diese Selektion durchführten. Ich glaube, dass ich es gesagt habe. Ganz sicher. Ich habe es nicht gehört, aber ich nehme es mit Interesse zur Kenntnis. Die Selektion von der zweiten Liquidierung ist selektiert worden. Ja. Ich glaube, es muss mit in dem Protokoll sein. Also bei der zweiten Liquidierung soll auch dieser Arzt dabei gewesen sein. Und diese zweite Liquidierung war 6 Monate nach der ersten? Nein, 3 Monate nach der ersten. 3 Monate. Drei und etwas, ja. Also in den ersten Juli-Tage. Ersten Juli-Tage, ja. Noch eine Frage?
eine ganz andere Frage, Herr Zeuge. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind Universitätsassistent und wenn ich es recht in Erinnerung habe, sind Sie für ein Institut tätig, das sich mit Problemen der Zeitgeschichte beschäftigt. Ist das richtig? Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, ein Assistent der Abteilung für jüdische Geschichte an der Universität. Als Student arbeitete ich auch bei diesem Institut Yad Vashem, und zwar an der Geschichte der jüdischen Gemeinden in Deutschland seit Mittelalter, das im Rahmen dieses Instituts herausgegeben wird. Dass ich veröffentlichte auch einige dieser Sachen, zum Beispiel über die Geschichte der Juden in Hannover, die Sie hier in deutscher Sprache sehen können. Also sie befasst sich mit der Geschichte der Juden von Mittelalter bis zur Deportation. Das heißt nicht in den Lagern, sondern in den allen Jahrhunderten bis zur Jahre 41 oder 49. Das war und teilweise ist noch meine Arbeit, von der ich lebe, außerdem, dass ich an der Universität lehre. Gehört zu Ihrem jetzigen Beschäftigungskreis auch die neueste Geschichte des Judentums, also die Geschichte, die uns hier im Zusammenhang mit dem Auschwitz-Verfahren interessiert? Also über diese Periode schreibe ich und forsche ich prinzipiell nicht. Die späteste ist die Vorkriegszeit, das Jahr 38. Und ganz absichtlich, weil ich glaube, dass ein jemand, der an diesen Sachen persönlich beteiligt ist, nie einen objektiven Urteil oder eine objektive Forschung durchführen kann. Manchmal bin ich ja gezwungen, auch bis in diese in das, dieses Material behandeln, aber prinzipiell halte ich mich zurück von dieser Sachen. An der Universität lehre ich die jüdische Geschichte seit dem 18. Jahrhundert bis dem 20. Jahrhundert. Hauptsächlich beschäftigte ich mich mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Dankeschön. Stehen Sie mit Ihrem Stiefvater noch in Verbindung? Schriftlich bin ich. Schriftlich. Und wenn Sie sich mit Ihren Forschungen beschäftigen, lesen Sie da auch die Tageszeitung darauf hindurch, ob dort irgendetwas, was für ältere oder jüngere Zusammenhänge von Bedeutung sein könnte? Ich habe nicht die Frage klar verstanden mit den Zeitungen. Ich kann es einfacher ausdrücken. Ja, bitte. Ist Ihr Interesse als Zeitungsleser an den Ereignissen, die hier verhandelt werden, das des allgemeinen Zeitungslesers oder interessiert Sie es auch beruflich, da Sie nun mal Historiker sind? Ja, also ich beruflich interessierte ich mich jetzt sehr über die Zeitungen aus dem Jahre 1938. Gelegenheitlich lese ich auch die heutige Zeitungen, aber leider wegen Zeitmangel nur am Samstag bei uns, das heißt die Samstagausgabe, wenn es Ihnen ausreicht. Gut, danke. Eine Ergänzungsfrage, Sie sagten prinzipiell, befassen Sie sich nicht mit der Geschichte von Auschwitz. Heißt das denn, dass Sie ausnahmsweise doch mal sich damit befasst haben? Was soll das überhaupt für einen Sinn haben? Na, darüber macht das Gericht entscheiden. Der Zeuge hat vorhin, ich habe es nicht ganz... Ich bin der Auffassung, dass die Frage keinen Sinn hat und ich widerspreche ihr. Das ist eine Unerhörtheit, diesen Zeugen in dieser Art und Weise zu belangen. Es ist empörend, dass mehrere Fragen an einen Menschen gestellt werden, der uns hier an einem ganzen Vormittag sein Lebensschicksal enthüllt. Sein Lebensschicksal enthüllt und der genauso empören kann, Rektor, und Sie haben das nicht unterbunden, ist es, wenn ein Verteidiger hier ankommt, das erste Mal nach 7 Monaten anwesend ist und erklärt, das Einzige, was unstreitig ist, ist, dass Herr Wulka nicht mehr dort und dort gewesen ist. Unstreitig ist, dass Auschwitz ein Mörderlager war und dass er Folge einer Rechtsprechung. Meine Herren, ich bitte um unbedingt Ruhe. Aber sofort. Sonst wird der. Sonst wird der Saal geräumt. Der Zeuge hat ausdrücklich erklärt, in einer mir allerdings
dieser Art der Objektivität nicht ganz nahe Einstellung, aber zu würdigen Einstellung, dass er als Betroffener sich mit diesem Gebiet wissenschaftlich und soweit beruflich nicht befasst. Jetzt kommen diese Art von Fragen, die nichts anders darstellen, angesichts des unendlichen Leids, das wir hier gehört haben, als ein rein Hohn. Und ich bitte das Gericht, endgültig und präzise dazu Stellung zu nehmen. Also, ich erhalte meine Frage aufrecht. Wie lautet die Frage? Der Zeuge hat vorhin auf eine Frage des Herrn Dr. Eggert gesagt, prinzipiell befasse ich mich nicht damit. Er hat diesem noch etwas hinzugefügt. Leider habe ich das nicht ganz verstanden. Wenn der Zeuge sagt, prinzipiell, da wollte ich jetzt fragen, ob er ausnahmsweise irgendeinen Artikel oder irgendwie sich mit dem Lager Auschwitz befasst hat. Diese der Frage Zeuge hat gesagt, von Seiten seiner Wissenschaft befasst er sich nur mit den Teilen der Geschichte des Judentums, die im Jahr 1938 abschließen. Er hat dann weiterhin gesagt, selbstverständlich lese ich auch Zeitung, aber meistens nur samstags. Der Zeuge hat gesagt, dass er sich lediglich bis zur Vorkriegszeit mit der Geschichte des Judentums befasst hat, prinzipiell. Und daran schließt meine Frage an. Und meine Frage hat auch einen tieferen Sinn, ich möchte ihn hier vorerst noch nicht darlegen. Denn wir wissen ja alle, dass der Zeuge 11 Jahren diese Erlebnisse, die er hier heute bekundet hat, erlebt hat. Es ist der erste Zeuge von zahlreichen Zeugen der Staatsanwaltschaft, der in einem Umfange Dinge berichtet hat, die uns noch kein Zeuge bis jetzt berichtet hat, weil diese Zeugen nicht dazu in der Lage waren. Und deswegen bestehen bestimmte Bedenken, und die aufzuräumen soll unter anderem Gegenstand meiner Frage sein. Ja, ich weiß nicht, Herr Reichsanwalt, ich verstehe nicht recht, was Ihre Frage für einen Sinn haben soll. Sie fragen, ob er sich prinzipiell mit diesen Dingen beschäftigt. Nein, ob er ausnahmsweise sich auch mit den Problemen in Auschwitz befasst hat. Er sagt, prinzipiell hat er sich nicht damit befasst. Und ich möchte die Frage jetzt richten, ob er sich ausnahmsweise vielleicht doch mal damit befasst. Ja, aber nicht wissenschaftlich. Natürlich hat er sich damit befasst. Er hat aber gesagt, ich lehne es ab als Wissenschaftler und als Teilnehmer dieser Zeit, über diese Sache mich wissenschaftlich zu befassen, weil das für einen Menschen, der selbst miterlebt hat, nicht möglich ist. Damit wäre ja meine Frage beantwortet, wenn der Zeuge zu dem, was Sie eben sagten, steht. Das hat er uns doch hier gesagt, wortwörtlich. Nicht in diese Form. Der Sinn dieser Frage des Herrn Rechtsanwalts ist ganz klar. Der Zeuge hat hier gesagt, ich werde auseinanderhalten, was ich erlebt habe und was ich gehört habe und was ich gesehen habe und was mir erzählt worden ist. Wenn er jetzt gefragt wird, haben Sie etwas gelesen, so liegt der Sinn dieser Frage geht dahin, dass der Zeuge hier etwas als eigenes Erlebnis geschildert haben soll, was er in Wirklichkeit nur gelesen haben soll. Diese Frage beinhaltet nichts weiter als eine Anpöbelung des Zeugen. Na, also Herr Staatsanwalt, Sie sollten etwas zurückhalten. Also, ich bitte um Ruhe. Die Frage ist beantwortet, wie der Herr Rechtsanwalt Gerhard sich selbst eben geäußert hat. Und wenn der Staatsanwalt meint, dass in diese Richtung meine Frage liegt, dann versteht er wenig von Strafprozessrecht. Denn meine Frage hat folgenden Sinn, um es gleich an diese Stelle zu sagen. Wenn in einem Mordprozess ein 11-Jähriger gehört wird, dann wird jedes verantwortliche Schwurgericht mit größten Bedenken einer solchen Aussage gegenüberstehen. Und erst recht dann, wenn wir die Bekundung eines Zeugen haben, der vor 20 Jahren diese Ereignisse erlebt hat oder erleben musste. Und deswegen werde ich zu gegebener Zeit ein psychiatrisches Gutachten in dieser Richtung, wie eben diskutiert worden ist, beantragen. Das ist der Sinn meiner Frage und nicht, um den Zeugen hier bloßzustellen. Also die Frage ist beantwortet. Sollen weitere Fragen gestellt werden? Den Ausdruck, die Anpöbelung. Ja. Herr Vorsitzender. Ich verbitte mir das Wort Anpöbel. Ich auch. In dieser Verhandlung verbitte ich mir, dass die Staatsanwaltschaft eine Frage eines Verteidigers als Anpöbelung eines Zeugen bezeichnet. Ich bitte das zurückzuweisen. Und dieser Anpöbelung, diesem Versuch hat sich Herr Kaul angeschlossen. Herr Vorsitzender, ich glaube, dass das zurückgewiesen werden müsste durch den Vorsitzenden dieses Gerichts, also, wenn meine Herren, solche Ausdrücke durch die Staatsanwaltschaft gebraucht werden. Ich bitte darum. Und meine Herren, wir wollen ganz allgemein derartige Worte hier nicht gebrauchen. Ich hatte Sie schon von Anfang an darum gebeten
Und bisher ist das auch immer ganz gut gegangen. Und derartige Worte gehören nicht in einen Schwurgerichtssaal. Und ich bitte Sie deshalb auch in Zukunft zu unterlassen. Es sind noch Fragen. Herr Vorsitzender, gestatten Sie mir, dass ich dazu doch noch etwas sage. Der Herr Rechtsanwalt Gerhard gebraucht Ausdrücke hier in diesem Saal, die meines Erachtens zurückgewiesen werden sollten. Und man muss ja auch immer bedenken, von wem eine solche Frage kommt. Na, also ich verstehe gar nicht, was Sie wollen. Der Rechtsanwalt Gerhard hat gesagt, ob sich der Zeuge ausnahmsweise prinzipiell mit dieser Frage befasse. Da haben Sie gesagt, er hätte ihn angepöbelt. Nicht? Hätten Sie gesagt, dieser Ausdruck passt nicht hierher, wäre darüber zu sprechen gewesen. Aber das Wort anpöbeln möchte ich hier nicht hören. Das gehört sich nicht im Schwurgerichtssaal. Bitte schön. Zumal das in dem Jetzt möchte ich darüber keinen Kommentar mehr hören. Haben Sie noch Fragen zu stellen? Herr Zeuge, wie weit ist die Entfernung vom D-Lager zum A-Lager? Ja, also das irgendwie schätzungsweise angeben? Ja, die Entfernung ist einige Zentimeter oder einige Meter, weil nur eine Drahtzaun zwischen... Nein, Moment, Herr Zeuge, ich glaube, Sie haben meine Frage nicht ganz verstanden. Die Entfernung vom D-Lager zum Quarantänelager, zum A-Lager. Ah, ja, das ist eine gewisse... das ist eine Entfernung zwischen Quarantänelager, A-Lager, fragen Sie, ja, und dem D-Lager, ja. Stammlager, ja? Das fragen Sie. Nicht Stammlager, ja, dem Arbeitslager. Dem Birkenau-Stammlager, der so genannt. Also das kann sein. Einige 100 Meter. Zwischen dem DA-Lager war B-Lager, wo zwei Reihen von Blocks waren. Dann war das C-Lager, wo nachträglich die ungarischen Frauen hauptsächlich gebracht geworden sind. Dann war ein Weg, wo die Leute in die Krematorien immer gegangen und das wir beobachtet haben aus dem Lager D, wenn wir im D-Lager geworden sind. Und nach der Drahtzaun, die das Weg und das Lager getrennt hatte, fängt an das D-Lager. Es sind ja sicher einige 100 Meter. Danke. Kann man vom D-Lager Personen im A-Lager erkennen? Von D-Lager? Ja. Wenn man steht im D-Lager, eine Person im A-Lager? Ja. Ich glaube das nicht, ohne Fernsehen. Danke, das reicht mir. Ja. Danke, das reicht mir. Wann haben Sie Baretzky das erste Mal kennengelernt? Baretzky, ich glaube, dass es war in B2B, das heißt im Familienlager. Bei diesen kulturellen Veranstaltungen? Nachträglich dann in der Nacht der Vernichtung unseres Transportes. Hatte Baretzky im B-Lager eine Funktion? Mit Sicherheit kann ich es nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich ihn gesehen habe dort. Ja. Wie viele Blockführer gab es im D-Lager? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie viele Arbeitsführer gab es im Block im D-Lager? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich kann sagen, dass meiner Erinnerung nach ein Rapportführer immer war. Das weiß ich. Ein Lagerälteste zum Beispiel, ein Lagerkapo war. Blockführer war einige, das weiß ich. Arbeitsdienst, das weiß ich nicht. Ist der elektrische Drahtzaun ständig unter Strom gewesen? Tag und Nacht? Hat er schon gesagt, der Zeuge. Also das habe ich nicht gehört. Der Zeuge hat gesagt, sie hätten sich einen Spaß drauf gemacht, einen Mutproben gemacht, da dran zu greifen. Am Tag wäre er meistens nicht geladen gewesen. Ja, danke, keine Frage. Aber anderes, ja. Also. Herr Joschko. Zeuge, auf welche Art und Weise haben Sie sich verschafft, die Ablichtung hinsichtlich der Deportationsliste von Theresienstadt und der Postkarten, die geschrieben wurden seinerzeit vordatiert aus dem Lager? Das hat der Zeuge uns auch schon gesagt. Aber wenn Sie es nochmals sagen wollen. Ja. Diese Listen, die haben Sie aus... Die stammen aus dem Lager, aus dem Archiv, die Ablichtungen. Ja. Bei der Transportlisten sind das die Ablichtungen, bei der Karten sind das die Originale, die in das Institut Yad Vashem wahrscheinlich gleich nach dem Kriege durch jemanden
eingeliefert ja, worden sind. Also, ja. Ja, weil man hat mir gesagt, dass vielleicht soll dich das interessieren, wenn ich damals angefangen habe, über die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Deutschland arbeiten und manchmal auch in das Institut kam. Man hat mir gesagt, das ist interessantes Material, das auch mich interessieren kann aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe es nachgesehen und als echt erkannt aus meinen eigenen Erinnerungen und hält ich es zweckmäßig, es dem Gericht vorzulegen. Als Dokumente, die meine Aussage vielleicht ergänzen können. Herr Zeuge, ist da nicht irgendein Widerspruch? Sie sagten, Sie befassen sich nur mit Geschichte bis 1938 und jetzt sagen Sie, Sie hätten ein Interesse daran gefunden hinsichtlich dieses Auschwitz-Komplexes. Ja, also ich sage, das war persönlich. Entschuldigen Sie, ich kann es ganz. Ich widerspreche dieser Frage. Natürlich, ich möchte auf Folgendes hinweisen. Dieser Widerspruch, wenn er überhaupt bestanden hätte, ist einmal aufgeklärt. Auch ich habe einmal das Yad Vashem besucht. Auch mir hat man meine Karte von Dachau als Andenken übermittelt, weil dort die ganzen Dachauer Unterlagen liegen. Meine Karte, die ich als die Registrierkarte als Konzentrationslagerhäftling. Und obwohl ich mich nicht direkt mit den Dingen befasse, war ich natürlich interessiert, es anzunehmen. Ich widerspreche dieser Frage. Herr Dr. Kaul, es dreht sich hier darum, dass der Rechtsanwalt Joschko den Widerspruch aufklären will zwischen der Tatsache, dass der Zeuge sich wissenschaftlich nur mit den Ereignissen bis 1938 beschäftigt und hier es sich um Ereignisse handelt, die nach 1938 vorgekommen sind. Es ist eigentlich... Warten Sie doch mal ab. Der Zeuge hat gesagt, man hat mir diese Karten gegeben, weil sie mich persönlich betreffen und weil man der Auffassung war, dass ich ein persönliches Interesse daran hatte. Stimmt's? Ganz genau. Gut. So, damit ist die Frage jetzt beantwortet. So, Herr Zeuge, eine allgemeine Frage noch. Sind Ihnen Fälle in Auschwitz bekannt, wonach SS-Wachmannschaften einem Häftling geholfen haben und dafür erschossen wurden? Ja, also hier möchte ich sagen, dass mir ist bekannt nur ein einziger Fall. Und zwar... meiner Meinung nach war es durch die Einwirkung der Lebensverhältnisse in diesem Theresienstädten Familienlager. Weil, wie schon gesagt, es war wie eine Insel, etwas Menschliches oder menschliche Beziehungen. Und es ist uns bekannt, dass ein SS-Mann mit einem Häftling aus unserem Lager, das heißt dem Theresienstädten Familienlager, aus dem Lager geflüchtet ist und es war sehr gut im Lager bekannt und nur nachträglich, vermutlich zurückgekehrt hat, um noch einen anderen Häftling Frau mit ihrer Mutter zu retten. Es ging von Mund zu Munde und dem SS-Mann erkannte ich ganz genau. Ich habe ihn in unserem Lager gesehen. Ich habe ihn nicht genannt wie viele andere, aber ich kann ihm den Namen nach auch nennen. Und ich sagte schon, dass das war der einzige Fall, wenn ich nicht den Fall, also der einzige Fall, wenn ein SS-Mann einem Häftling geholfen hat. Wenn ich nicht den Fall des SS Buntrock, der mich einmal mit dieser Bewegung Hau ab an die Seite der Lebenden geschickt hat, nachdem der mich zweimal zurückgewiesen hat. Also ich werde es in keinem Fall vergleichen. Ja, diese. Keine Frage mehr. Von Seiten der Angeklagten werden Herr Dr. Lukas. Ich bin von Januar bis März im Theresienstädter Lager als Arzt gewesen und habe das von mir her so auch bekundet. Moment, Herr Dr. Lukas. Sie waren vom Januar
bis März im Theresienstädter Lager? Im Lager. Bisher ist mir nur bekannt, dass Sie ab Februar dort waren. Waren Sie im Januar schon dort? Ich meine jetzt nur, ich gehe jetzt auf den Termin raus, wo das Lager liquidiert wurde. Da war ich schon abgelöst als Truppenarzt. Ich wollte nur sagen, der Zeuge wird mich sicherlich kennen als Lagerarzt, aber ich bin auf keinen Fall täglich mit Mengele ins Lager gekommen. Ich bin täglich im Lager gewesen, aber nicht mit Mengele. Das war ein Dr. König, der auch, wie hier Zeugen ja schon bekannt gegeben haben, der bei der Liquidierung des Lagers dabei war. Bei der zweiten Liquidierung, da brauche ich ja überhaupt nichts zuzusagen. Also insofern liegt der Zeuge, der ja damals 11-jährig auch war, doch ein Irrtum. Ja, Moment, Herr Dr. Lukas. Also am 7. Im März war die erste Liquidierung des Lagers, nicht? Da waren Sie ja. Da war ich vorher abgelöst und wurde Truppenarzt. Wo? In Auschwitz bei der Truppe. Da weiß ich nichts davon. Doch. Und dann waren Sie dort in Auschwitz bis zum Ende Juli 1944. Und da die zweite Liquidation auch in diese Zeit fällt, wäre es also theoretisch möglich, dass Sie beide Liquidationen mitgemacht hätten. Ja, also ich war einwandfrei Lagerarzt, wie das Theresienstädter Lager, das erste Lager liquidiert wurde. Da bin ich nicht gewesen. Das haben hier auch schon Zeugen bekundet. Und ich bringe da auch noch Zeugen für bei, dass ich da Truppenarzt war und nicht dabei war. Das ist Im Übrigen waren dort ja 10 oder 12 Ärzte. Derjenige, der täglich dort mit Mengele zusammengekommen ist, das weiß ich nicht. Jedenfalls, das ist König gewesen. Ja. Haben Sie sonst noch etwas zu sagen? Nichts mehr. Herr Dr. Lukas. Nein, ich wollte nichts mehr dazu sagen. Sie wollten nichts mehr sagen? Nein. Bitte? Ja, und auf der Rampe hat der Zeuge Sie doch auch gesehen. Ja, das fällt ja dann wohl, wenn er sagt, ich wäre täglich mit Mengele im Lager gewesen. Das war der zweite Arzt, das war Lukas. Auf der Rampe bin ich gewesen. Ich bin aber nie, das bin ich jederzeit gewillt zu beschwören, nie aktiv tätig geworden. Ja, Herr Landkes, Herr Thunmich. Seiner Zeit drüben im Römer bei Ihrer Vernehmung zur Sache war der Zeitpunkt, in dem Sie im Lager eingetroffen sind, recht streitig. Und damals waren Sie bemüht, diesen Zeitpunkt später zu verlegen. Sie sprachen von dem Tod Ihrer Mutter. Wir haben dann mit mühseliger Befragung damals festgestellt, dass die Mutter ja schon vorher gestorben war. Und ich habe mir damals notiert, dass Sie im Februar 10 Tage im Urlaub gewesen wären, Ende Februar. Ja. Und jetzt wollen Sie Ihren ganzen Aufenthalt im Theresienstädter Lager vorverlegen und sagen uns eben von Januar bis März, und zwar bis Anfang März. Nein. Was ist nun richtig? Da muss ich widersprechen. Ich habe damals auch gesagt und habe den Staatsanwalt Küchler gefragt, wann ist denn das Theresienstädter Lager das erste Mal liquidiert worden? Zu dem Zeitpunkt war ich nicht mehr Lagerarzt. Ja, Herr Dr. Lukas, wir können uns nicht so orientieren, dass man den Zeitpunkt, wo man angekommen ist, so weit vorverlegt, dann, dass man nicht mehr in Kollision gerät mit der ersten Liquidation des Theresienstädter Lagers. Was ist nun wahr? Wann kamen Sie an? Ich war doch Lagerarzt, das habe ich doch jetzt auch wieder gesagt. Wann kamen Sie an, fragt Sie der Herr Richter. Ja, ich kann ja keinen genauen Zeitpunkt angeben. Es kann Januar oder Februar gewesen sein. Es geht, ich meine, jetzt doch nur darum, ob ich zur Zeit der Liquidierung des Theresienstädter Lagers dort gewesen bin. Das bin ich nicht. Herr Dr. Lukas, war doch eben offensichtlich Ihr Bestreben, als Sie einen gehörigen Zeitpunkt nennen wollten, dass Sie im Theresienstädter Lager waren, dass Sie den Januar griffen, dass die 3 Monate, dass wenigstens 2 Monate rauskommen, weil der Zeuge Sie ja einige Zeit gesehen hat. Ja. Und wenn wir nun davon ausgehen würden, wie Sie es früher gesagt haben, dass der Anfang Ende Februar war, dann wäre dieser Zeitraum, den der Zeuge uns gezeigt hat, würde die erste Liquidation mitdecken. Das ist doch Ihre Situation. Denken Sie da mal scharf nach und sagen Sie endlich die Wahrheit. Es ist doch damals auch so gewesen, dass ich einen genauen Zeitpunkt wirklich nicht angeben kann und dass ich versucht bin, so anhand von gravierenden Ereignissen Theresienstädter Lager zu sagen, dass zu dem Zeitpunkt ich nicht mehr Lagerarzt war, sondern Truppenarzt in Auschwitz war wieder.
Herr Dr. Lukas, nach Ihrer damaligen Aussage, wenn man die Liquidation des Theresienstädter Lagers ausklammert, bleiben Ihnen für Ihren Aufenthalt im Theresienstädter Lager als zweiter Lagerarzt sage und schreibe etwas über 3 Wochen nach meinem Zeitplan, den ich hier liegen habe. Diese 3 Wochen stimmen aber nicht überein mit der klaren Aussage des Zeugen. Und deshalb ist es mir aufgefallen, dass Sie plötzlich den Anfang Ihrer Tätigkeit eben bei Ihrer Erklärung auf den Januar verlegt haben. Das ist Anlass, Ihnen das vorzuhalten. Nein, bei dem Untersuchungsrichter habe ich auch den Januar angegeben. Und, aber die Hauptverhandlung nicht. Die Hauptverhandlung ist maßgebend. Aber ich kann keinen genauen Termin angeben. Aber beim Untersuchungsrichter habe ich auch Januar angegeben. Na schön, danke. Stimmt das nicht? Es sind keine Fragen mehr zu stellen. Ja, Augenblick noch, Sie kommen gleich. Bitte schön. An Herrn Dr. Lukas. Herr Dr. Lukas, Sie haben doch die Aussagen des Zeugen hier gehört. Ja. Sind Sie regelmäßig namentlich am Anfang in Begleitung von Dr. Mengele in den Kinderblock gekommen und haben dort? Nein. Wollen Sie behaupten, dass Sie überhaupt nicht im Kinderblock gewesen sind? Ich bin im Lager gewesen, da habe ich um alle Teile des Lagers intensivst bemüht. Und sicherlich auch um die Kinder, oder bestimmt um die Kinder, aber nicht mit Mengele zusammen. Der Zeuge hat uns hier erklärt, dass Sie im Lager Selektionen gelegentlich vorgenommen haben und auch auf der Rampe. Wollen Sie beides bestreiten? Ich bestreite beides auf ganz entschieden. Im Lager Selektionen, das völlig daneben. Auf der Rampe habe ich gesagt, dass ich da gewesen bin, aber bin in keinster Weise dort aktiv, dass ich persönlich dort aktiv gewesen bin. Ist noch eine Frage. Danke sehr. Der Herr... Vorsitzender, die mir vorgeworfene Fahrt habe ich nicht begangen. Haben Sie nicht begangen? Nein. Tja. Er hat sie aber doch gesehen. Nein, ich nicht. Na. Dann nehmen Sie bitte Platz. Wird das Wort sonst noch gewünscht, Baretzky? Ich will nur dazu sagen, dass ich, bevor Fußmann war, nicht dabei. Ich bin vorher mit dem Transport nach Dachau gefahren. Wie, was, wo waren Sie nicht dabei? Beim Rückmarsch war ich nicht dabei. Ich bin ja vorher mit dem Zug nach Dachau gefahren. Also, wo war er nicht dabei? Beim Rückmarsch, beim Evakuieren. Ach so, beim Rückmarsch, bei der Evakuierung. Aber sind wir Leichhof auch dabei. Aber es sind für Leischow, der hier unter Eid ausgesagt hat, er habe sich in eine Junggeschule gemeldet, ist mit dem Angeklagten Baretzky gemeinsam Anfang Januar Dachau gefahren. Also Herr Zeuge, der Angeklagte Baretzky sagt, er sei bei dem Rückmarsch gar nicht mehr dort gewesen. Haben Sie das gehört? Also ich habe gesagt ganz genau, dass an dem ersten Tage, das war der erste Tag, nach der ersten Nacht. Das heißt, dass es konnte der 19. Januar sein. Ja. Habe ich diese Szene beobachtet. Ich kann nichts anderes machen, als meine Worte bestätigen. Also Sie haben gesehen, dass Baretzky hinter Ihrem Zug herging. Und Sie wissen auch, dass ein Mithäftling, der sich den Fuß gebrochen hatte... Ja. Oder ich bin nicht sicher, ob Fuß gebrochen, jedenfalls ist also hingefallen, konnte nicht gehen und wahrscheinlich hat... Konnte nicht gehen, der blieb zurück und Baretzky hat angeordnet, dass er liegen gelassen werden sollte. Das war ganz klar, was... Und das war Baretzky und da irren Sie sich nicht in der Person? Meinem Gewissen nach nicht. Nicht. Ich weiß nicht, ob die Frage schon beantwortet war. Herr Zeuge, waren Sie mit Ihrem Stiefvater gemeinsam auf dem Rückmarsch? Bitte? Waren Sie gemeinsam mit Ihrem Stiefvater auf dem Rückmarsch? Ja, ich war gemeinsam mit... Bleiben Sie auch jetzt noch dabei, dass es der hier sitzende Angeklagte Baretzky ist, den Sie in Erinnerung haben, wenn ich Ihnen vorhalte, dass Ihr Stiefvater bei seiner Vernehmung hier erklärt hat, mit letzter Sicherheit erklärt hat, dass der Baretzky nach seiner Auffassung, also nach der Auffassung Ihres Stiefvaters, diejenige Person ist, die auf dem Ihnen vorhin gezeigten Bild ist. Bitte, noch einmal bitte. Ihr Stiefvater hat bei seiner Vernehmung hier erklärt, nachdem man ihm das Bild vorgelegt hat, dass man ihn auch gezeigt hat, dass die dort abgebildete Person Baretzky sein soll. Ja, er hat es auch gesagt. Ja, gut. Er hat aber hier nach Zögern dann gemeint, dass hier der Baretzky sitzt. Und ich wollte ihn vielleicht nochmal
das Vorhalten? Ich verstehe Sie nicht. Erstens sitzt dort der Baretzky nicht. Das ist ja nun eine Tatsache, die feststeht. Zweitens einmal hat er nach langen Zögern gesagt, nicht Brod ist der Baretzky, habe ich mich geirrt, sondern ich erkenne jetzt Baretzky wieder. Und drittens hat er gesagt, die Person, die hier auf dem Bild abgebildet ist, ist auch Baretzky. Und dasselbe hat sein Stiefvater gesagt. Ich verstehe jetzt nicht, was Sie ihm für einen Vorhalt machen wollen. Ich lasse die Frage fallen. So. Ja, die Zuhörer sollten noch etwas ruhig sein. Die Verbrechen, die in Auschwitz passiert sind, die sind unter der damaligen Billigung der Staatsanwaltschaft passiert. Verzeihen Sie, Herr Rechtsanwalt Gerhard, seit wann ist es in der Strafprozessordnung vorgesehen, dass ein Anwalt mit den Zuhörern sich unterhält? Ich gebe Ihnen recht, aber... Ich danke schön und bitte nehmen Sie jetzt Platz. Vielleicht könnten Sie dann die Zuhörerschaft nochmal hinweisen. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja, ich kann es beschwören.